Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Colin Dinkelacker. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Noah Wacker-Weber. Willkommen zu Sprich Stuttgart und hallo Colin Dinkelacker. Hallo, freut mich total. Ja, schön, dass du da bei uns bist. Ich habe ein paar Fakten über dich. Und zwar, du bist der Ur-Urenkel von Gründer der vom Gründer der Familienbrauerei Dinkelacker. Und genau, wie hat das alles angefangen? Also du hast Management studiert in Köln, dann hast auch noch einen Master gemacht in Reutlingen und hast danach bei Hugo Boss in Metzingen gearbeitet unter anderem und dann warst du ganz lange in der Innovation bei Rittersport in Waldenbuch, also schon ein paar Stationen hinter dir. Dann im September 2020 bist du dann wieder zurück nach Stuttgart gekommen zu Dinkelacker und hast das Geschäft an dich gerissen. Nein, hast du nicht. Du warst Geschäftsführer für Marketing, Vertrieb und Verwaltung. Ja. Und jetzt, anderthalb Jahre später, gehst du auch schon neue Wege und verabschiedest dich fürs Erste von Dinkelacker. Ja, genau. Ja, am Anfang tatsächlich eigentlich für mich selbst auch ein bisschen überraschend. Hatte das nie konkret geplant, irgendwann mal in die Brauerei zu gehen. Und genau, alle Vorstationen, genau richtig, so wie du es gerade gesagt hast. Eine Zeit auch noch zwischendrin, 2 Jahre bei Rittersport in internen Beratung gewesen, dann Innovationsbereich und dann irgendwann im März waren so die ersten Anzeichen von der Corona-Krise. Stimmt. Und hat natürlich dann auch die Familienbrauerei stark betroffen. Ja. Ungefähr 30% Umsatzabhängigkeit von der Gastronomie. Exportgeschäft ist natürlich auch fassbierlastig gewesen und da ist natürlich auch im Ausland die Gastronomie runtergefahren und habe ich gedacht, okay, jetzt ist auf jeden Fall eine ziemliche Aufgabe und habe da eigentlich erst angedacht gehabt, die Brauerei in einer anderen Position zu unterstützen. Habe dann bei den Kollegen bei Rittersport angefragt, ob ich tatsächlich meinen Arbeitsvertrag schon früher beenden kann, um eine Brauerei schnellstmöglich unterstützen zu können. Mhm. Und haben wir echt eine total nette Lösung gefunden. Ich konnte dann nach 1,5 Monaten bereits in der Brauerei unterstützen und habe das dann erstmal ein paar Monate so nebenher bzw. ohne Festanstellung gemacht und ja, dann haben wir uns vor allem mit dem Geschäftsumfeld beschäftigt gehabt. Wir hatten auch bis dato nie eine richtige Unternehmensstrategie und haben dann dran gemacht, erstmal eine Strategie für das Unternehmen zu erarbeiten, einmal eine mittelfristige für Corona und dann auch eine langfristige. Und ja, so hat sich dann ergeben, dass irgendwann im September auch der damalige Geschäftsführer, der Herr Schwarz, gesagt hat, dass er empfindet, dass für ihn jetzt so langsam mal Zeit ist, auch rauszugehen. Und dann kam es tatsächlich überraschend, dass mich da die Family gefragt hat, ob ich da nicht die Position übernehmen möchte. Mhm. Und ja, konnte ich mir damals noch nicht so richtig vorstellen. Wie alt warst du da? Also war ich 28. 28, ne? Ja. Und habe auch gedacht, okay, das, ja, weiß nicht, ob das jetzt nicht eine deutliche Nummer zu groß ist. Und habe mich dann echt oft hin und her überlegt und irgendwann haben die dann gesagt, jetzt komm, mach's. Dann habe ich gesagt, okay, ja, ich mach's, aber unter einer Bedingung. Ich möchte auf jeden Fall die ersten 2 Jahre einen Coach haben. Und habe dann echt einen guten Coach gefunden. Roland Tobias heißt der. Der ist früher Geschäftsführer bei der Anheuser Busch gewesen in Deutschland und dann bei Paul Lahner. Und dann sind wir irgendwann mal, gab es da noch Kontakte, genau, über den Beirat, die den damals noch oder noch kannten aus früheren Geschäftstätigkeiten, haben dann gefragt, ja, wie es ausschauen würde, ob er sich das vorstellen könnte. Und haben uns einfach mal getroffen und hat gut harmoniert und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir mit dem gut vorstellen, da loszulaufen. Und ja, dann ging es ab September los. Ja, also und dann hast du ja auch sehr viel in dieser Zeit verändert oder hast da sehr viel in Gang gebracht. Aber jetzt, um das in das Gespräch nochmal einzusteigen, noch eine andere Frage. Ja. Jetzt, du bist Teil eines großen Familienunternehmens, also eine Bierdynastie in Stuttgart, kann man ja eigentlich sagen. Jetzt stell dir mal vor, ein 10-jähriger Junge kommt auf dich zugelaufen und fragt dich, wie schmeckt eigentlich Bier? Total, also im Sommer am besten. Gekühlt auf 7 Grad, kannst du es nicht verweigern. Fruchtig und mit 16 wirst du es probieren, mit 20 wird es dir schmecken.
Ja, jetzt ist das auf jeden Fall eine Wahrheit. Aber wenn du mal versuchen wolltest, es zu beschreiben, tatsächlich haben wir, als wir darüber nachgedacht haben, wir haben ja immer so eine kleine atmosphärische Einstiegsfrage, ja, habe ich dann auch versucht zu überlegen, wie schmeckt Bier? Also wie beschreibt man das? Bei Wein geht man immer hin und dann hat man so Assoziationen, die kann man ja sogar, also das kann man ja trainieren regelrecht. Ja. Wie ist das bei Bier? Ja, es gibt ja unterschiedliche, man schmeckt ja auf unterschiedliche Art und Weise. Und klar, Geschmack ist ein Thema, Konsistenz ist ein Thema. Deswegen nehmen wir auch das Weizenbier anders wahr. Ein bisschen sämigeren Geschmack als jetzt so ein klares, filtriertes Bier, zum Beispiel ein Pils. Mhm. Ja. Aber tatsächlich jetzt die neuere Biergeneration, also ich sag schon neuere, ist jetzt schon fast wieder ein bisschen älter. Aber als die ganzen Indian Pale Ales und Pale Ales auf den Markt kamen, da gibt es ja schon auch sehr starke, die sind sehr geschmacksintensiv. Und da gibt es auch tatsächlich ähnlich wie Wein, Zitrusnoten, die man beispielsweise rausschmecken kann, je nach Verhopfung, was da für einen Hopfen verwendet wurde. Das ganz klassische Bier, das Pils, ja, ist eher ein bitterer... Bittergetränk, ne? Kann Bittergetränk, man das, genau. Ja. Ja. Gibt auch viele Brauereien, die weisen die Bittereinheiten aus. Ah, okay. Ja, also wie bitter ist das Bier? Pils wahrscheinlich somit das Bitterste. Und ja, wenn ich es jetzt wirklich jemandem beschreiben müsste, der es noch nie getrunken hat, boah, würde ich mich echt das auch schwer, sehr, ne? Schwer tun. Ja. Hey, ja. Ich fand das nur so überraschend, weil es ist ja ein Getränk, das ja sehr weit verbreitet ist, in Deutschland allemal. Mhm. Und trotzdem ist man nicht so bei Cola sagt man, das schmeckt so und so. Und da ist hoher Zuckergehalt, keine Ahnung, Koffein. Da weiß man, mit so ein paar Assoziationen zu arbeiten. Aber bei Bier ist es tatsächlich schwierig. Oder jedenfalls kommt es mir so vor. Ja, tatsächlich auch. Findet ja auch Hopfen. Ja. Kenne ich jetzt kein Gericht, wo es sonst woanders so viel Verwendung findet, dass man es davor schon mal irgendwie eine Assoziation hatte. Genau, gibt keinen Kontext. Genau. Genau, bei einem anderen Getränken. Aber hast du dann eine Präferenz, wenn du jetzt schon gesagt hast, okay, Bitterkeit so und so? Von der Biersorte? Ja. Ja, ich out mich definitiv als Pale Ale-Fan. Okay. Wir bringen jetzt ein kalt gehopftes Bier raus im Mai, das geht in die Richtung. Ansonsten gibt es aber auch andere Brauereien, die haben da echt einen tollen Job gemacht, gerade die Brauerei Meißel aus Bayreuth. Die bringt da immer wieder limitierte Spezialitäten raus, die probiere ich auch total gern. Ich habe gerade auch eins im Kühlschrank stehen, Hoppy Hell heißt das, auch ein sehr gutes Bier. Ja, also ich bin da sehr... Auf jeden Fall experimentierfreudig. Ich probiere da gerne unterschiedliche Biere aus. Und da hat sich der Markt ja total verändert, oder? Also ich meine, dass so in vielen kleineren Margen gedacht wird, auch vielleicht lokaler gedacht wird. Ist das so der Trend? Also die viele Hausbrauereien haben auf jeden Fall einen Aufwärtstrend gehabt. Das ganze Thema IPA, Pale Ale, ist von der Mengenbedeutung nach wie vor recht klein im Biermarkt. Mhm. Ist aber von der Preispositionierung auch ganz anders als die anderen. Es gibt eine Inselbrauerei Rügen oder Störtebäcker, kennt man vielleicht auch. Die haben da ganz viel und die positionieren da, kriegt es wirklich, gibt es Biere, die liegen da zwischen 1,80 € und 2 Euro die Flasche. Und das normale Bier, sage ich mal, liegt ja zwischen 50 bis 70 Cent die Flasche normalerweise, ohne Pfand. Ja. Also mehr als das Doppelte, was sie da für ein Bier verlangen. Und ja, gibt viele, die da rum experimentieren, aber die große Menge ist nach wie vor tatsächlich das klassische Bier. Immer noch. Ja, also größtenteils Export, Pils, das sind so die Hauptsorten und Weizenbiermarkt ja auch, wobei auch seit Jahren rückläufig. Ja, echt? So wie der ganze Markt, ja. Der ganze Biermarkt schon seit, ich glaube, 1992 jetzt rückläufig gewesen. Mhm. Und ja, für Jahr trinken die Leute pro Kopf weniger Bier. Ach. Ja. Aber hast du dann quasi auch bei Dinkelacker dann das angestoßen, dass ihr auch in diesen anderen dann Markt dann rein, also es probiert? Verschiedenes. Wir haben damals auch einen Teil von der Unternehmensstrategie ist auf jeden Fall, dass wir uns weniger abhängig vom Biermarkt machen, weil der eben rückläufig ist. Und so ist es in der, ja, es ist das gleiche Phänomen in der ganzen deutschen Brauindustrie. Ja. Es sind oder Brauereien, die sind für viel größere Mengen ausgelegt worden. Die Mengen sind dann niemals gekommen und das Ganze ist dann in einem Preiswettbewerb geendet, um hier die Anlagen oder die Produktion entsprechend auszulasten. Mhm. Und da muss man einfach sagen, vielleicht, du hast vorhin gesagt, Bierdynastie, wobei im Vergleich zu den anderen großen Wettbewerbern, wenn man jetzt die Krombachers, die Radebergers, die Bitburgers, die Warsteiner, sind es immer echt eine kleine Brauerei.
Und da können wir natürlich auch bei den Herstellkosten vom Material plus zu den Produktionsprozessen von Kosten her nicht mithalten und auch in diesem Preiswettbewerb. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns da unabhängiger vom Biermarkt machen, ganz andere Getränkekategorien erschließen, die unsere Anlagen trotzdem produzieren können. Aber auch wenn wir Biere machen, müssen wir da wirklich Impulse setzen. Ja? Also wir können jetzt nicht gegen die Bitburgers oder Radebergers mit dem besten Pils oder irgendwas dergleichen konkurrieren, sondern es muss dann schon einen Aha-Effekt im Markt geben. Ja? Und was wäre das dann oder was ist das dann zum Beispiel? Weil wenn du sagst, unabhängig machen vom Bier, das ist jetzt für eine, ich sag mal, im Kern seid ihr ja eine Brauerei oder so, jedenfalls werdet ihr so wahrgenommen. Ja. Und jetzt sagst du, aber genau davon will man sich in Stücken unabhängig machen. Wie macht man das? Wir erforschen auf jeden Fall unterschiedliche Getränkekategorien. Wir hatten mal angefangen, vor 2 Jahren haben wir tief in die Getränkekategorie Hart-Seltzer reingeguckt. Das Trendgetränk die letzten Jahre im US-Markt gewesen. Ist in Deutschland leider gar nicht angekommen, aber das wären wir in der Lage gewesen, ebenfalls zu produzieren. Dann viele Brauereien produzieren ja auch einen Cola-Mix. Die größte, eigentlich wahrscheinlich, ja, Paulaner Spezi ist sehr bekannt. Ja. Und, also nicht alkoholische Getränke. Genau, nicht alkoholische Getränke. Und das wären wir auch in der Lage zu produzieren. Da könnten wir auch unsere Anlagen, unsere Mitarbeiter zu befähigen, das zu tun. Und das wäre auf jeden Fall ein Thema, wo man da stärker reingehen müsste. Ja. Und dann ist es aber auch noch in ganz anderen Kategorien. Wir beliefern ja auch selber noch mit einer eigenen Logistik viele Gastronomiebetriebe. Und das ist aber auch das gleiche Problem. Die Gastronomie oder die bezieht immer weniger Bier und die Stoppmengen, also die LKWs, die haben immer weniger hinten drauf. Ja. Und da lohnen sich die Fahrten irgendwann nicht mehr. Da muss man halt schauen, okay, gibt es da andere, mit denen man konkurrieren kann bezüglich Kaffeebelieferung, Toilettenpapier, Seifen, Seifenspender und was es alles gibt, um da eben die Logistikkosten auf die Produkte zu kriegen, beziehungsweise es lohnenswerter machen, da irgendwo hinzufahren. Da war die Corona-Krise ja auch ein ordentlicher Stopper in dem Sinne, richtig? Ja. Wenn die ganze Gastro ja tief lag. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll. Die Gastronomie-Seite, da haben die Einnahmen gefehlt. Ja. Und es ist auch nicht nur so, dass das Biergeschäft so ganz anonym ist, sondern da kennt jeder Gastronom, ist da mit unseren Mitarbeitern aus dem Vertrieb seit Jahren verbandet. Da gibt es ewige Geschäftsbeziehungen von über 30, 40 Jahren und die hängen da echt auch an dem Leiden mit dran. Und ja, da hat man einfach gehofft und gekämpft und geschaut, wie man da zusammen das bestmöglich hinkriegt. Aber ja, die letzten 2 Jahre waren auf jeden Fall anstrengend, ja. kann man so sagen. Viele haben pleite gemacht, oder? Kann ich so noch gar nicht bestätigen. Die meisten haben tatsächlich aufgrund von Überbrückungshilfen doch geschafft. Ich befürchte, dass wir jetzt in so eine heiße Zeit kommen. Und zwar die Überbrückungshilfe, die letzte jetzt, die 4, die läuft ja noch bis Juni. Und dann wird sich glaube ich, viel zeigen. Ja? Weil zum einen, die Überbrückungshilfe läuft aus. Das heißt, jeder, der da noch, dem sein Geschäftsmodell bis dahin nicht mehr funktioniert, der hat da tatsächlich wirklich dann auch reell wirklich Einbußen. Ja? Wir sehen es gerade in den Innenstädten, alle innerstädtischen Lokale, die sind immer noch bei -20, -25%, wobei jetzt Richtung Sommer geht, auch in der Außenwirtschaft. Die Gastronomen sind gleichzeitig konfrontiert mit einer Preisexplosion, geht alles. Also direkt einmal Corona-bedingt, wo viel Aufholgeschäft ist, transportkostenbedingt und tatsächlich jetzt auch kriegsbedingt. Also alles, was Getreideprodukte oder Fleischprodukte, die getreideabhängig sind aufgrund von Futtermittel, geht alles durch die Decke und da kommt, glaube ich, die nächsten 3-4 Monate leider noch eine spannende Zeit auf uns zu. Aber bisher ist tatsächlich so, dass viele Gastronomen aufgefangen wurden. Ja, also wir haben auch am Anfang viele Prognosen aufgestellt, in welche Richtung kann es gehen. Und da sind zum Glück ist keine der Prognosen eingetroffen. Was aber nach dem, was du beschreibst, nicht wirklich so beruhigend ist, weil das kann jetzt dann tatsächlich noch ein böses Ende nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also weil mehrere Faktoren zusammenkommen. Das ist ja so für, sag mal, du bist ja Betriebswirt, du weißt genau, wenn das dann zusammenkommt, dann wird es echt, kommt die Stunde der Wahrheit. Dann wird es haarig, Aber kann man dann sagen, dass sich viele auch ein bisschen darauf zurückgelehnt haben auf den Hilfen, wenn du sagst jetzt, dass wenn sie sich nicht auf den Markt jetzt angepasst haben in dieser Zeit?
Naja, es ist schwierig. Also Leute kaufen in Gastro- oder in Gastronomieobjekten oder von Gastronomen nicht nur Essen, weil sie Essen brauchen, sondern weil sie gerne nett ausgehen, weil sie gerne ein Erlebnis da drumherum haben. Und viele Gastronomen haben versucht, tatsächlich erfolgreiche andere Konzepte zu verfolgen. Also ich weiß nicht, ob ihr am Eingang unten das Schild gesehen habt. Wir liefern auch mit DoorDash oder Lieferando. Also viele bieten Heimlieferdienste an. Viele haben auch in der Zeit noch ganz andere Sachen angeboten. Viele haben natürlich Corona-Testzentren eröffnet, ja, das viel Kompensation gebracht hat. Aber wenn es jetzt wirklich wieder zurückgeht auf den Status vor Corona oder auf den Status vor Corona, aber tatsächlich wir noch Corona-Bedingungen haben, dann, dann wird sich zeigen, was passiert. Ein wichtiges Thema, was wir noch ganz so außer Acht gelassen haben, ist das Personalthema. Mhm. Also die Gastronomie tut sich unglaublich schwer, Personal zu kriegen. Viel Personal ist dann in andere Bereiche abgewandert und gar nicht wiederbekommen. Mhm. Wenn man sich von der DEHOGA mal die Zahlen anschaut, wie die Ausbildung von Köchen oder von Servicemitarbeitern ist, dann ist es tatsächlich rückläufig Jahr für Jahr. Also da wird auch nichts Großes mehr kommen und das ist, stellt die Gastronomie auch für ein großes Problem, weswegen jetzt selbst, obwohl sie könnten, viele noch gar nicht alle Tage wieder geöffnet haben, weil denen einfach das Personal fehlt. Ja. Wir sind mittendrin. Das heißt, genau, du hast es jetzt schon von alle Bausteine der Branche liegen jetzt auf dem Tisch. Aber bevor wir ein Fachgespräch jetzt weiterführen, was total spannend ist, und das wollen wir auch, müssen wir ein paar Hausaufgaben noch erledigen für uns. Wir müssen erstmal sagen, was Sprich Stuttgart ist. Das ist, wie treue Hörerinnen und Hörer wissen, ein Podcast, in dem Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft, so sagen wir immer, hier mal ausführlicher zu Wort kommen sollen und ein bisschen beschreiben, was sie und ihre Heimatstadt umtreibt oder was sie in ihrer Heimatstadt treiben und was sie selber umtreibt. Das ist so ein bisschen der Sinn dieses Podcasts. Ja, hat mich total gefreut, dass ihr gefragt habt. Und ja, schön. Ja, wirklich. Wir freuen uns auch, ein über Stuttgart zu plaudern. Ja, absolut. Und du bist nicht der Erste. Wir haben eine kleine Tradition und damit das nicht zu lange ist, haben wir dazu auch eine kleine Musik, die wir dazu abspielen. Denn ich lese jetzt alle Gäste vor, die bisher zu Gast waren. Okay. Ja, und du darauf kannst dann sehen. Einen Schluck trinken. Ja, genau. Was trinken wir? Genau. Wir dürfen, das ist kein Werbeblock, weil wir kriegen kein Geld von euch oder sonst irgendwas. Es ist ein Sunwald-Hefeweizen 03. Intern heißt bei uns das Babyweizen, weil es so süß in der Hand liegt. Ja. Ja. Und alkoholfrei. Alkoholfrei natürlich. Alkoholfrei. Und die Uhrzeit. Und wir haben jetzt, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt 15.15 Uhr. Andere trinken da schon mit Alkohol. Wir bleiben mal noch ein bisschen ohne Alkohol. Außerdem einen wunderbaren Sonnenschein. Ich weiß gar nicht, wenn wir das ausstrahlen, wird der Sonnenschein entweder vorbei sein oder wieder da. Sein. Ja, Hoffentlich wieder da. Hoffentlich wieder da. Ganz genau. Also, wer war zu Gast? Es waren zu Gast Katrin Adt, Cem Arat, Muhterem Aras, Irene Armbruster, Wieland Backes, Michael Blume, Majoke Bräuning, Ines de Castro, Sarah Dahme, Joachim Dorst, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gauthier, Kai Gnifke, Ulrike Groß, Laura Halding-Hoppenheit, Moritz Hans, Philipp Hans, Sophie Henne, Christian Hermes, Timo Hildebrand, Andreas Hofer, Cornelia Horz, Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Bär Lesker, Meckes, Stefanie Meyer-Holz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Knopper, Amina Usman Dauda, Rainer Pfisterer, Phyllis Retschbar, Timo Seyer mit Axel Asfalk, Stefanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stefanie Stegmann, Stefan Wolf, Ingo Zamparoni, unser Preview. Es werden zu Gast sein Michael Bunstingel, Marie-Laurence Jungfleisch, Alexander Roos oder Thomas Kölpin. So. Das Wahnsinn. Das Wahnsinn. Fühlst du dich in einer guten, wie sagt man da, Umgebung? Absolut. Eingebettet in der Prominenz der Stadt. Ja, irgendwie so. Genau. Und das Zweite ist, Sprich Stuttgart ist ein Ausbildungsformat. Wir klären gleich übrigens, wo wir sind. Man hört das so ein bisschen schon. Kleiner Teaser an dieser Stelle. Aber erstmal, wir sind ein Ausbildungsformat in dem Sinne,
Das nämlich, sprich Stuttgart, beheimatet ist am Institut für Moderation. Dort bilden wir an der Hochschule der Medien Moderatorinnen und Moderatoren aus. Und Noah gehört zum aktuellen Jahrgang und ist heute an meiner Seite, Noah. Ja, es freut mich sehr. Und an meiner Seite ist natürlich Stefan Ferdinand, Professor für Journalistik und Direktor des Instituts für Moderation an der Hochschule der Medien Stuttgart. Genau, und ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und da muss Colin, unser Gast, immer Reporter spielen und beschreiben, wo wir sind, weil wir ja ein Audioformat sind als Podcast. Man sieht es zwar unter www.stuttgart.de auf den Fotos, wer da mal reingucken will, aber wer jetzt gerade hört, der bekommt jetzt deine Reportage. Wo genau sitzen wir? Wir sitzen auf der Empore vom Lautenschlager, wo man einen unglaublichen Ausblick zu allen Tageszeiten auf die Theodor-Heuss-Straße und die umliegende kleine Gastromeile hat, unter anderem im Palast der Republik, Cialini oder das Floh. Und ja, genau. Mir gefällt es hier oben total. Es ist noch nicht so alt, muss man sagen, das Lautenschlager. Die Stuttgarter wissen, die den Apple hatten, die sind früher immer unten in den Gravisladen reingegangen. Und das ist genau das Gebäude gegenüber vom Palast der Republik, ganz genau. Und ja, wenn wir jetzt, dann werden wir gleich wieder so ein bisschen unternehmerischer sozusagen. ihr habt als Brauerei gesagt, hier investiert ihr. Der Standort war für euch vielversprechend. Ja, also es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Gebäude und eine tolle Ecke. Was für uns immer total wichtig ist, es gibt gute Verkehrsanbindungen, kommen die Leute gut hin, kommen die Leute auch gut wieder weg, auch mal ohne Auto. Und wie frequentiert ist das Ganze? Mhm. Das Ganze hier ist ja denkmalgeschützt, ja. Hat man die Fassade außen ganz, ganz gelassen, innen drin quasi das Ganze ausgehöhlt und dann wieder aufgebaut. Und ja, in dem Graves war ich früher auch. Ja. Da war Apple, genau. War Apple so cool. Ja, ich hatte leider keinen, ich weiß gar nicht mehr. Warst du so teuer. So 14 oder? War auf jeden Fall echt cool und man konnte ja immer schauen und auch anfassen. Klar. Genau. Und ja, und jetzt hier oben mit der Empore und den Außensitzplätzen, die auch mal wichtig sind, hat sich da hier mit der Stadt echt was Gutes ergeben. Und ja, es gibt ja unweit entfernt unten am Schlossplatz noch das Karlsbrauhaus. Mhm. Das sind die gleichen Betreiber. Und die haben damals gesagt, ja, würden sie auch lieben gern machen hier oben was. Und das sind zwei super Gastronomen, der Herr Huber und der Herr Madan. Und da haben wir gesagt, ja, das passt. Mhm. Und klar. Und ich glaube, die Ecke auch hat ja auch lange vor meiner Zeit noch viel Tradition. Ich weiß gar nicht, wie war das? Unbekannte Tier. Das Unbekannte Tier. Das war hier gegenüber, genau, beim Palast der Republik. Das war so eine der Szene-Hotspots der, jetzt schlag mich tot, 2000er, Anfang 2000er, 90er? Nee, 2000er war das. Ne? So, ich rede wie der Blinde von der Farbe. Genau. Schon eine Weile her. Ja, aber gibt es viel und ich glaube, es ist ein ganz, ganz nettes Eck geworden hier. Absolut. Und die Theo hört man natürlich schon, ja. Die Theo hört man schon, genau. Ich glaube, jetzt ist es sogar noch relativ harmlos um diese Uhrzeit. Ja. Je nachdem, wie lang wir bleiben. Freitag und Samstagabend wird es da. Genau. Geht's zur Sache. Geht's da zur Sache. Die Frage ist dann, was ist lauter, die Gäste des Palastes der Republik oder die Theo? Also so am Abend. Ja, die stehen in schwerer Konkurrenz. Aber warum sind wir dann jetzt hier und zum Beispiel nicht im Karlsbrauhaus, so für dich persönlich als Ort? Ja, also ich finde einfach die Terrasse hier oben unschlagbar. Ich habe mir seit Ewigkeiten vorgenommen, hier mal zum Weißwurstfrühstück herzukommen. Mhm. Im Sommer werde ich es auf jeden Fall machen. Und habe ich gedacht, ja, wir haben schon im März so frühlinghaftes Wetter. Und wenn wir mittags hier zusammensitzen, warum dann nicht im Sonnenschein? Und dachte ich, ja. Ja, super. Ja, Weißenburgpark wäre das Teehaus noch eine Überlegung gewesen. Genau, da war die Stefanie Meyer-Holz schon. Genau. Ja, okay. Ja, genau, die war da oben. Ja. Haben wir da aufgebaut. War auch nicht schlecht, kann man nachhören. Da waren auch Geräuschkulissen. Da waren die vom Friedhofsamt, die machen ja die grünen Flächen da immer. Oder Gartenamt, Garten- und Friedhofsamt. Ja. Und die hatten so einen Trimmer, weißt du, so einen Rasen. Ah. Und das war irgendwie sehr ungünstig, das zwei Stunden. Aber also kann man nochmal reinhören und den Trimmer mit genau, der Theo vermeiden. Genau. Genau. Ja. Kannst du mal beschreiben, wie sowas funktioniert? Also, also so eine Location hier, das Lautenschlager. Ja. Geht ihr da, macht ihr das selber, sucht ihr selber solche Orte oder kommt man auf euch zu und sagt, könnt ihr hier investieren? Wie läuft sowas ab? Ist ganz also unterschiedlich. Laien, ja, genau. Die Wege. Wir kooperieren mit unterschiedlichen Maklern. Mhm.
Die wissen, dass wir immer auf der Suche sind und gleichzeitig haben wir immer, wissen wir, dass es Gastronomen sind, die immer ja, hungrig sind auf neue Objekte oder neue Eröffnungen, neue Restaurantkonzepte. Und da kann man dann auch die Gastronomen irgendwann ganz gut einordnen. Ja, was machen die gerne? Wofür haben die Präferenzen? Machen die eher Clubs? Sind die eher in der Szene-Gastronomie? Passen die zu Speiselokalitäten? Und dann ist es tatsächlich so, entweder man wird angesprochen über einen Makler oder man wird angesprochen über Hörensagen, Bekannte, du hast du gehört, da gibt's was. Und dann sucht man einen Kontakt, lotet gleichzeitig mit dem Gastronomen aus, ob das denn was sein könnte. Und ja, so kommt dann eins zum anderen. Genau, und dann gibt's, wir pachten oder mieten teilweise Objekte an, so wie dieses Objekt hier, über einen längeren Zeitraum und nur dann investieren wir mit den Gastronomen zusammen. Also die Gastronomen, die investieren da fast immer eigentlich mit. Mhm. Ja, und da schaut man, dass man da ja, gemeinsam da was auf die Beine stellt. Also es ist nicht so, dass es hier unser Lokal wäre oder so, sondern... Also es gehört nicht Dinkelacker, nein, sondern es ist gepachtet auf eine längere Zeit und dann erst entscheidet ihr, okay, jetzt lohnt sich das, auch da Geld reinzustecken, weil ich meine, du hast das beschrieben, es müssen Auflagen eingehalten werden. Ihr könnt nicht einfach machen, was ihr wollt. Nein. Nee, also es sind klar viele Auflagen. Also vom Brandschutz über Fluchtwege, über die ganzen Sanitäranlagen, was da reinkommt, plus was auch an Kühltechnik in so einem Gastroobjekt vorhanden ist und an Schanktechnik. Man hat unten mal kurz die Schankanlage gesehen. Das ist schon was Größeres. Und dann unser Vertrieb, da gibt es echt, das sind sehr, sehr gute Jungs und Mädels. Und die haben da auch schon viel Erfahrung, wie das denn funktioniert mit den Auflagen und zu welchen Ämtern und wo man dann mal auch unterstützen kann und anruft, könntest du jetzt nicht bitte mal hier ein bisschen auf die Tube drücken, dass es endlich die Außenbestuhlung funktioniert. Ja, wir haben jetzt nach Corona und die wollen Gas geben. Ja, und so versucht man da zusammen was auf die Beine zu stellen mit den Gastronomen. Seit wann läuft das Ganze denn hier eigentlich? Das hier läuft jetzt tatsächlich erst seit knapp ein Dreivierteljahr sowas. Sollte eigentlich schon früher an den Start gehen, dann kamen Brandschutzauflagen nochmal, dann wurde es nicht abgenommen ja, von der zuständigen Behörde. Von der zuständigen Behörde und dann später kam Corona, dann war wieder Restriktion und so hat sich das Ganze leider hingezogen. Sollte mal ursprünglich in 2020, wenn alles gut gewesen wäre, hätte es öffnen sollen. Ja, ist ja ein prominenter Platz. Also jeder, der die TU lang fährt oder auch hier mit der Bahn rauskommt, kennt das Gebäude im Prinzip. Und viele haben sich dann gefragt, was passiert jetzt hier und so. Ja. Und ich habe mal rumgefragt, ganz, ganz interessant. Viele wissen es noch nicht. Also viele wissen es noch nicht? Nee, wissen noch nicht, dass man hier das Lautenschlagerstraße. Ja. Ja, ja, aber wenn man dann sagt, am Palast der Republik, dann, dann ist ein Begriff. Ja, genau. Man sieht es dann vor allem, glaube ich, auch an den Schirmen auf dieser Terrasse, wenn hier etwas los ist. Ja. Dann ja. Also die Augen werden schon darauf irgendwie, wenn man die an der Ecke ist, so drauf gezogen. Ja, also ich hoffe jetzt tatsächlich, dass es im Sommer hier gut anläuft, genau zum Selbstläufer wird. Und ja, werd mein Bestes mit dem Weißwurst, möglichst vielen Weißwurstfrühstücken tun, um das zu unterstützen. Genau. Genau. Noah, du hattest vorhin angerissen, du, Colin, hast ja deinen Werdegang beschrieben. Vielleicht eine Frage müssen wir dann schon noch klären, weil du dann eben gesagt hast, okay, du nimmst das jetzt, man hat dich gebeten, nimmst die Aufgabe an, du hast sie angenommen und jetzt vor kurzem gesagt, okay, das war's jetzt, ich richte mich neu aus. Ja. Einmal müssen wir es ansprechen. Genau. Warum, wieso, weshalb? Es ist ja wohl nicht im Streit geschehen oder sonst irgendwas, sondern das ist schon von dir eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Ja. War auf jeden Fall, genau. Gespräche haben schon länger mal stattgefunden. Mein Wunsch war es tatsächlich immer auch mal, mich selbstständig zu machen. Und habe ich auch damals, als ich in der Brauerei angefangen habe, meine Freundin, die kommt aus dem Norden, da habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir bestimmt hier, wird ein Leben lang Stuttgart. Da habe ich gesagt, ja, nee, schauen wir mal. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich möchte mich unbedingt irgendwann mal nochmal selbstständig machen. Als ich damals gekommen bin, habe ich gewusst, okay, das ist echt eine kritische Zeit, ist auch eine herausfordernde Zeit für jede Brauerei. Da geht es wirklich um die Wurst. Und ich glaube, jetzt haben wir 2 Jahre gehabt, wo wir uns alle echt tief reingekniet haben, wo wir viel gemacht haben.
aber irgendwie habe ich das nie losgelassen, als ich mal gesagt habe, okay, selber mal gründen, das möchte ich unbedingt machen. Und deswegen, wer weiß, was in ein paar Jahren mal ist, ja. Aber das im Leben nicht gemacht zu haben, das möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Mhm. Ja. War der Zeitpunkt dann der richtige, quasi da raus auszusteigen? Ja. Gute Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, ob es das so einen gibt. Ich bin guter Dinge, dass wir jetzt zumindest Corona einen Großteil geschafft haben. Mhm. Auch was jetzt von der Politik von Signalen kommt. Und ich glaube, deswegen die kritische Zeit, die ist, hoffe ich mal, vorbei. Und jetzt geht es in eine Richtung Zeit, wo wir so viel Festveranstaltungsanfragen haben, wie wir so echt noch in keinem Jahr zuvor gehabt haben. Wir planen wieder mit dem Stuttgarter Wasen von der Stadt, die möchte es auf jeden Fall machen. München möchte auf jeden Fall die Wiesen stattfinden lassen. Also ich bin da guter Dinge und ich glaube, der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt, dass wir da jetzt gut weitergehen können. Ja. Du sagst, du willst selber gründen, das ist lustig, weil Dinkelacker ist ja eine Familienbrauerei, die ist ja schon gegründet sozusagen. Ja. Du kannst doch eigentlich dich ins gemachte Nest setzen, in Anführungszeichen, ja, und muss da jetzt nicht bei Adam und Eva eigentlich anfangen, aber genau das willst du wohl, ja, daraus, oder? Ja, so das gemachte Nest, das, genauso wie du sagst, das hat immer so einen unschönen Beigeschmack. Ja. Und deswegen so die Herausforderung, mal selber tatsächlich gegründet und erfolgreich was auf die Beine gestellt zu haben, das lässt nicht los. Mhm. Ja. Und was willst du gründen? Ja, so, jetzt wir sind wir schon im Thema, genau. Wir sind unter uns. Na dann, nee, über ungelegte Eier spricht man nicht. Ansonsten ist da, sonst ist da nachher zu viel Fingergezeige. Nee, wenn wir nochmal einen Podcast machen, dann können wir drüber quatschen. Sollen wir es mal anders versuchen, sollen wir mal so rum sagen? Der heißt ja Sprich Stuttgart. Würde das mit deiner Neugründung hier in Stuttgart spielen oder eher woanders? Nee, in Stuttgart. Ah, ja. Also bleibt Stuttgart schon erhalten? Also das schon. Ich bleibe Stuttgart erstmal erhalten. Jetzt wird es aber spannend, ja. Ja, doch, da ist die Stadtliebe zu groß. Ja. Bleibe ich erstmal hier in der Gegend. Mhm. Ja. Also du bist ja auch sehr viel rumgekommen, sagen wir mal so. Also klar, Stuttgart ist irgendwie verankert in deinem Leben, aber du warst ja, wie gesagt, schon in Köln, in Reutlingen, dann in Metzingen. Du hast auch eine Zeit in Boston gelebt. Ja. Und dann kamst du ja auch zurück, um halt diese große Aufgabe hier zu übernehmen. Ja. War das vor allem wegen der Familie, wegen der Heimat? Hat es dich einfach zurückgezogen, weil du dachtest, ja, hier will ich sein? Es war tatsächlich, im ersten Schritt war es Zufall. Ich habe gesagt, ich bin eigentlich offen für alles. Ich hätte es total cool gefunden, nach Hamburg oder nach Berlin oder Köln oder auch ins Ausland. Und dann hat es aber damals tatsächlich eine Stelle gegeben, auf die ich einfach gesagt habe, okay, die ist bei Ritter Sport, da bewerbe ich mich jetzt auch mal. Total interessant. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch mit meinem damaligen Chef dann. Total coole Socke und es hat alles gepasst, von ihm bis Aufgabenfeld und Team. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist es, das mache ich. Unbewusst dessen, dass jetzt Stuttgart unbedingt sein muss. Ja. Aber ja, mir hat sie gefallen und ich finde es nach wie vor super. Und ja, nach und nach sind auch mehr Freunde aus der Schulzeit dann wieder zurück nach Stuttgart gekommen. Und ja, irgendwie sind die Schwaben doch sehr loyal und hier verbunden und verwurzelt. Und ja, das macht's zur besten Umgebung. Also Familie, Freunde und ja. Gab es da dann einen Moment, wo du wusstest, als du zurückgekehrt bist, so ja, Stuttgart, das ist es jetzt erstmal? Irgendwann, als tatsächlich dann die engen Freunde alle wieder so nach und nach hier eingetrudelt sind, zu denen man sonst immer unter der Woche Kontakt hatte per Skype oder telefoniert, da wusste ich, Stuttgart hat alles, was ich hier brauche und ist gut für mich und ist ein tolles Umfeld. Ja. Ja, und da wusste ich, ja, so kann ich schon ein paar Jahre noch weiter gut aushalten. Bevor ich nochmal die Zelte packe, vielleicht irgendwann, ja. Ja. Und als du es dann das Unternehmen geleitet hast, wie ist es dann, ich meine, du heißt Dinkelacker, es ist
das Unternehmen wird mit dir zu 100% identifiziert? Also jeder sagt, das ist dein Unternehmen. Und ist das auch eine Last eigentlich? Also dass man so einen prominenten Namen hat, der dann auch noch mit dem Arbeitsplatz, an dem man da ist, so eng verknüpft ist, dass man gar nicht anders raus kann. Also Gute Frage. Also ich fühle mich nicht so prominent. Deswegen. Aber zum Thema Last. Es ist auf jeden Fall eine ziemliche Verantwortung und gibt auch viele Entscheidungen, die man treffen muss, die sind bestimmt nicht populär und es ist auch nicht so, dass man da jeden Abend ins Bett geht und sagt, hey, heute mal wieder 9 to 5 und war ein guter Job, den ich da gemacht habe und morgen schauen wir weiter und am Freitag ist ja dann eh Wochenende, sondern es ist wirklich ein Fulltime-Job. Ja. Also da geht man mit den Gedanken ins Bett und auch am Wochenende ist man öfter mal bei der Arbeit und ja, da ist schon gerade in der Zeit jetzt auch, wo es viele Herausforderungen gegeben hat, ist auf jeden Fall so, da denkt man schon viel nach. Ja. Aber was ist dann der Unterschied? Ich meine, du scheinst ja so zu sein, dass du dem Ganzen nicht so viel entgegenzusetzen hast, weil wenn du jetzt sagst, du willst jetzt selber gründen, ich meine, das ist ja eigentlich eine sehr ähnliche Situation. Sehr viel Last, sehr viel Arbeit auch. Ja. Aber man trägt eine Verantwortung für sich selber. Mhm. Und nicht für 42 Mitarbeiter und noch eine Familie, die da allen ein Vertrauen geschenkt haben, die Aufgabe zu übernehmen. Und deswegen, das ist für mich der Hauptunterschied. Dass man einfach Verantwortung für viele andere noch hat. Ja, also die Zeit, als du dort auch Geschäftsführer warst, ist ja auch bei der Umstrukturierung viel passiert. Ihr habt Stellen im Marketing auch gestrichen. Ja. War das schwer, diese Entscheidung zu treffen? Ja, war sehr, sehr schwer. Klar, während Corona war dann klar, dass es da strukturelle Maßnahmen bedarf. Und da haben wir mehrere Abteilungen verkleinern und eine auch ganz schließen müssen. Die Marketingabteilung mussten wir damals schließen. Mussten auch haben viele Produkte aus dem Portfolio genommen, die einfach nicht wirtschaftlich genug gewesen sind, um uns da einfach zu verkleinern und auf einen wirtschaftlichen Maßstab. Und das begleitet einen ewig. Erst wenn man weiß, dass es notwendig ist, dann wenn man weiß, dass man es tun muss die ganze Zeit vorher und im Gespräch und danach auch. Also das ist nicht lustig. Überhaupt nicht witzig. Nee. Mhm. Und ja, für die Menschen ist es schlimm. Und letztendlich den reißt man da echt was unter den Füßen weg und das ist, nee, alles andere ist schön. Also das hast du auch mit nach Hause genommen. Also das kann man da nicht einfach sagen, okay, ich bin der Manager, das muss jetzt sein, du musst es ja machen, damit das Unternehmen insgesamt auf dem Pfad bleibt. Nee, so bin ich leider und so bin ich zum Glück nicht. wenn ich mal an dem Punkt wäre, dann glaube ich, dann müsste ich mich arg hinterfragen. Nee, gibt es viele, viele Samstage und Sonntage davor, wo man auf dem Sofa hockt und wo man echt da echt fertig mit den Nerven ist. Mhm. Ja, und ja, klar, nimmt man mit nach Hause. Aber das ist auch was, wo du sagen würdest, das ist genau der Grund, weshalb ich ganz froh bin, dass ich es jetzt in dieser Form nicht mehr machen muss. Ich werde die Arbeit auf jeden Fall vermissen und ich werde auch das Team und die Leute vermissen, weil in der Zeit ich glaube, das war schon eine ganz besondere Zeit. Da hat jeder gewusst, okay, hey, wir müssen hier uns einfach zusammenraufen und auch alle persönlichen Befindlichkeiten, die es mal gegeben hat, ja, mit dem quatsche ich nicht oder so einen guten Spruch fand ich mal, bevor ich hier für den was mache, esse ich Glas oder irgendwas. Da wusste ich, die haben alle beiseite gelegt und an einem Strang gezogen, deswegen, das werde ich schon sehr vermissen. Aber ja, muss ja nicht für immer sein und deswegen, ich freue mich auch auf jetzt nochmal eine neue Herausforderung. Mhm. Schön. Vielleicht noch zu den Besitzverhältnissen. Das ist ja ein bisschen interessant gewesen. Dinkelacker gehört ja jetzt der Familie, sehe ich das richtig? Ja. Gehörte aber nicht immer der Familie. Nein. Erzähl mal kurz die Geschichte. Also gegründet als Familienbrauerei. Genau. Und dann irgendwann verkauft. Gar nicht so lange her. Ne? 1992, also der erste Schritt, wo es im Verkauf losging. Und dann der Rückkauf war 2007. Damals durch meinen Großcousin
Und erst danach gab es eine weitere Beteiligung von meinem Vater, Onkel und genau, und auch dem Neffen von meinem Großcousin. Und so ist es heute, ja. Also dazwischen drin tatsächlich gehört zu einem, zum ja, größten Braukonzern irgendwann der Welt, AB oder Anheuser Busch. Und dann wieder ja, zurück in die Selbstständigkeit und auch, glaube ich, aus vielen emotionalen Beweggründen. Ja. Also die hatten da wahrscheinlich ein paar andere Vorstellungen und bewerten auch solche Standorte und solche Unternehmen tatsächlich, so wie vorhin ein Beispiel von dir gewesen ist. Mhm. Ja, das muss man halt machen. Ich bin ja der Manager und so läuft's und mit der Entscheidung ist das Ganze gegessen. Und dann eher noch aus dem Bezug zu den Menschen heraus. Wir haben da ganz viele, die haben eine ewig lange Betriebszugehörigkeit. Die sind seit der Ausbildungszeit in dem Betrieb. Ja. Und da kriegt man natürlich dann auch trotzdem, wenn man dann nicht im Unternehmen ist, durch den Bezug der Mitarbeiter viel mit, wie es da läuft. Und ja, dann glaube ich, großenteils auch eine emotionale Entscheidung gewesen. Braucht man natürlich das nötige Kleingeld, um sich wieder sozusagen zurückzukaufen. Ja. Aber das kommt ja nicht häufig vor. Kannst du dich erinnern, als das passiert ist? Also du sagst ja 2007. Wie hast du das verfolgt? Da warst du ja Teenager, wenn ich richtig rechne. Ja, ne? Also, ja. Ja, war gerade so 14, 15. Ja. Und ja, war damals schon was, was man nur aus Erzählungen kannte. Da gibt es ja wirklich auch die witzigsten Erzählungen, wo dann noch, wo es noch Pferde in der Brauerei gegeben hat, dass da eine Werkstatt gegeben hat, dass da oben in der Hohen Staufenstraße mal eine Tankstelle gewesen ist, wo die LKWs getankt haben, dass man da als kleiner Bub, kenne ich noch Erzählungen, ja, hier quasi das erste Mal vom Fahrer so ein kleines Bier in die Hand gedrückt hat. Das sind schon witzige Geschichten und viel, was da die Familie an Erinnerungen verknüpft. Und dafür, deswegen glaube ich, war die Bedeutung für die Generation nochmal eine ganz, ganz andere als für uns Kinder. Mhm. Ja, wir wussten auch, boah, toll, und es ist eine Brauerei, aber so den so starken Bezug für die Generation davor hatten wir natürlich nicht. Mhm. Da haben uns die Erlebnisse gefehlt, ja. Und gibt bestimmt auch heute noch, da hast du jetzt wieder mehr erlebt, witzige Geschichten, die man so im Alltag erlebt, wo man auch sagt, okay, kann man sich gar nicht vorstellen, so eine eigene Branche, aber damals wahrscheinlich noch mal ein Ticken skurriler. Was ja. Sind da so Geschichten jetzt, die jetzt gerade so anfallen? Ja, tatsächlich, dass es früher für die Außendienstmitarbeiter, dass die tatsächlich, also das kennt man auch nur aus der Erzählung, dass die eigene Fahrer hatten, weil die natürlich mit den Wirten tagsüber die Biere trinken mussten. Ja, und dass die dann, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas jemals gegeben hat. Ja. Oder wie lange dann noch. Zu zweit unterwegs. Genau. Oder wie lange dann noch in den Büros geraucht wurde. Ja, was hat er denn der Brauerei dazugehört? Oder tatsächlich, ich bin. Wo ich auch total noch schockiert war, ja, dass es da manche Mitarbeiter gab, die haben mittags halt zum Mittagessen ein kleines Bier getrunken. Ja. Mhm. Und da habe ich gedacht, also das war für mich total weltfremd. Ja. Das kann ich mir nie vorstellen, dass man bei der Arbeit ein Bier trinkt oder Alkohol konsumiert. Hat gar nicht in meiner Vorstellung zusammengepasst. Das war da normal, dass man dann eben probiert, ja. Kleine Qualitätsprobe beim Mittagstisch. Direkt aus dem Tank. Genau. Ich sage, okay, das ist unvorstellbar. Ja. Wie funktioniert das denn dann heute, wenn quasi jetzt so ganz, also man probieren muss, also wenn neue Sachen auf den Markt kommen? Ja. Tja, dann am besten abends oder man kriegt die Bierproben mit nach Hause zur Verkostung. So läuft es eigentlich heute ab. Ja. Ja. Genau. Ja, das ist nicht und mehr zum Genuss zumindest. Und das war für dich als Sohn, war das dann völlig klar? Oder hat man erwartet, dass du im Unternehmen irgendwann mal einsteigst? Oder hat man dir da völlig freie Hand gelassen? Oder gibt es sowas auch, manche erzählen, ja, das hat man nie erwartet, aber dann eigentlich schon so ein bisschen so durch die Tür. Ich weiß es nicht, wie war das bei dir? Nee, also es war auf jeden Fall nicht geplant. Aber es ist eine Frage, mit der man oft konfrontiert wird. Auch damals dann, als ich bei Ritter Sport oder vorher in Metzingen gearbeitet habe, dann wenn man die Frage, okay, ja, gehst du dann mal in die Brauerei, als wäre das ganz selbstverständlich. Ja, so, das denkt man dann von außen natürlich. Ja, auch. Aber nee, also ich habe ein paar Geschwister, habe ein paar Cousins und Cousinen und die hätten es auch alle werden können. Genau, die hätten es auch alle werden können, ja. Und nee, deswegen, da war nicht so, dass das alles vorgegeben war an der Weg und das ist Station Nummer 3 oder 4. Und das ist ganz klar, sondern es war tatsächlich
eher ein Zufall, wo da mehrere Situationen zusammengekommen ist, dass es dazugekommen ist. Also kein familiärer, auch nicht indirekter Druck oder sowas, das gab es überhaupt nicht. Nee. Da hat man dir wirklich freie Hand gelassen, mach was du möchtest, aber mach es mit Herz und Verstand sozusagen. Ja, irgendwann so ein bisschen Selbstverpflichtung. Ja. Mhm. Man weiß, okay, jetzt ist Corona und das ist eine Krise, die hat es die letzten wie viele hundert Jahre für die Brauereien nicht gegeben in der Form. Und wie krisenstabil ist da welches Unternehmen in so einer Krise, weiß man ja vorher auch nicht. Und da weiß man schon, okay, da gibt es jetzt die Chance mitzuhelfen und mitzuwirken und das ist eine Zeit, wo es für das Unternehmen drauf ankommt und dann hat man sich irgendwann gedacht, das muss man jetzt machen oder da fühlt man sich schon irgendwie dazu verpflichtet. Da zu unterstützen. Während Corona gab es ja auch eine Sache, die ausblieb, die auch wahrscheinlich für die Brauereien sehr, sehr, sehr umsatzgenerierend ist, und zwar das Frühlingsfest zwei und das Sachen. Oktoberfest. Ja. Genau, zwei Sachen sogar hier in Stuttgart. dieses Jahr findet wieder das Frühlingsfest statt, allerdings in der Light-Version. In der Light-Version. Ohne Festzelte. Ja. Bringt das überhaupt was? Ja, gute Frage. Also uns leider nicht so viel wie mit Festzelt. Aber ich glaube, die Schausteller, die sind ganz froh. Mhm. Ja, war für die ja auch eine lange Durststrecke jetzt, die letzten zwei Jahre. Und es sind ja wirklich Schausteller, die kommen von überall her. Die reisen das ganze Jahr rum, vom Volksfest über das Frühlingsfest, über kleinere Festveranstaltungen nach Balingen, auf dem Pferdemarkt, nach Ludwigsburg, sonst wohin. Ja, und verdienen dadurch natürlich ihr Einkommen. Und wenn diese ganzen Feste wegfallen, dann fehlt ihnen natürlich ihr Geschäft. Und ich glaube, die sind ganz froh. Und es war ein langes Hickhack dieses Jahr. Ja. Man wusste ja auch nicht, okay, wie ist es mit den Fallzahlen? Zwischendrin schaut es dann wieder besser aus, dann doch nicht so gut. Und deswegen ist es natürlich auch unklar gewesen seitens der Politik, ob sowas überhaupt durchgeführt werden kann. Und gleichzeitig, ich meine, in der Baubranche, da haben wir gerade in den letzten Zeiten Boom. Wie seit jeher, wir haben eine totale Materialknappheit und da erhöht sich natürlich dann auch die Vorlaufzeit für solche Festveranstaltungen. Ja, die ganzen Subunternehmer, die da aufbauen, die ganzen Materialien, die benötigt werden, die sind eben nicht so kurzfristig verfügbar, wie es vielleicht in den letzten Jahren gewesen ist. Und so glaube ich tatsächlich, dass auch für viele Schausteller vielleicht sogar besser gewesen ist, anstatt dass da der Druck da ist. Ja, dann gerät da irgendwas ins Wanken. Und am Ende kann man nicht gewährleisten, dass das Feld rechtzeitig aufgebaut ist, beziehungsweise es hapert da an Ecke A und B. Und da haben die, weiß ich, dass sie die Festwirte, die alle dort ein Zelt haben, die haben an sich und an ihre Marke auch den Anspruch, wenn ich da auftrete, dann soll es auch richtig sein. Aber seid ihr dann nicht, also ich habe auch gelesen, dass es wieder biergärtenmäßig etwas geben wird? Ja, es soll Biergärten geben. Aber das haben wir auch gesagt, boah, das ist echt, also mutige Unternehmer braucht es da, ja? Okay. Weil wir wissen ja, wie es jetzt ist. Heute 20 Grad sitzen wir noch auf der Terrasse und am Montag gibt es vielleicht wieder Schnee. 2 Grad, ja. Und das Gleiche kann natürlich auch noch im April sein, ja. Und da ist es auch das Fest, die Festzelte, die leben natürlich auch sehr stark von der Abendbelegung. Um 17 Uhr wird dann normalerweise nochmal das Zelt geräumt und es geht nochmal von neuem los. Und im April, ohne Zelt drumherum, ab 17, 18 Uhr abends, da kann es auch mal frischer werden. Ja? Und da ist die Frage, okay, wie stark ist da tatsächlich so ein großer Biergarten dann belegt? Und deswegen auch, sag ich, ja, also mutige Unternehmer, dass die da, dass da trotzdem ein paar gibt, dass die sich da durchgerungen haben, das zu machen. Wie kann man das beziffern? Wie hoch der Umsatzanteil beim Vasen und überhaupt bei so großen Festen ist? Ja, also es ist tatsächlich nicht so groß, wie man denkt. Es liegt irgendwo um die, sagen wir, 2-4%. Okay. Also mehr, aber schon eine Imagegeschichte auch. Genau, oder? Ja, es hat halt eine Strahlkraft. Ja. Es kommen viele Leute aus dem Umland, die auch sonst gegebenenfalls gar nicht so mit den Marken konfrontiert werden. Ja, wir haben ja auch viele regionale Marken im Umland und deswegen ist es eine tolle Sache, aber es ist nicht so, dass es da stattfindet. Nicht. Aber trotzdem, es ist natürlich auch für die Brauerei ist es ein tolles Event, einfach um mit den Kunden zusammenzukommen, auch da mal da unten zu feiern
unsere ganzen ausländischen Kunden, die freuen sich da immer wie verrückt. Also die anscheinend sind die Chinesen und die Italiener da am feierfreudigsten. Die kommen da immer gleich fast eine ganze Woche und brauchen da Betreuung. Die finden es klasse. Und ja, deswegen fürs Unternehmen dann aber toll, da mit Kunden in Kontakt zu kommen. Ja. Also wird jetzt alles quasi auf den Oktober geschoben oder auf den September eher? Ja, also da... Oder wird da noch vorsichtig mit der Handbremse quasi hantiert, weil man weiß ja nie. Es muss jetzt zumindest die ein oder andere Entscheidung getroffen werden schon. Ja, wir haben jetzt auch schon April, es sind gerade mal noch jetzt 5-6 Monate, bis es dann auch losgeht. Und ja, sag mal ungefähr, heißt es um die 6 Wochen, 7 Wochen vorher muss der Aufbau beginnen. Mhm. Ja, das heißt, da müssen auch mal geschaut werden, dass die Verträge mit den Subunternehmern gemacht werden und so weiter. Und auch da wieder, es gibt noch kein finales Go, dass es dieses Jahr wirklich definitiv ein Volksfest geben wird. Ich meine, wie auch. Ja, klar. Ja, wir hoffen es. Bin guter Dinge zumindest, dass es klappt. Wie stehst du so zu den Forderungen, wenn man das Ganze ein bisschen nach vorne schiebt, dass es vielleicht noch mehr in den Sommer reingeht? Ja, ist eigentlich immer... Ganz guter Vorschlag, irgendwann kollidiert es halt auch mit Ferienzeiten. Ja. Ja. Und auch mit der Haushaltskasse. Ja. Also wir haben die Ferienzeit, da wird einfach die Haushaltskasse oftmals geplündert für einen Ferienurlaub. Und auch der Cannstatter Wasen ist nicht das günstigste Event unbedingt, wo man da mal dann plötzlich abends dann noch sagt, okay, jetzt kein Problem, jetzt großer Urlaub und nächste Woche, da habe ich übrigens eine Tischreservierung und den Tag drauf gleich nochmal und ja. Ah, okay. Das ist eine Perspektive, ja, stimmt, klar. Das geht ins Geld. Das geht ins Geld, so ist es. Ich habe ja Kinder, treue Hörerinnen und Hörer, wissen wie viele. Und da ist dann natürlich irgendwann in den Schulen immer das Riesenthema, mittags in dieses Zelt zu gehen. Und unter Eltern ist das ein Aufregerthema, sage ich mal, natürlich, weil dann versuchen, die Regeln sind ja zum Glück sehr streng. Aber trotzdem erschrickt man natürlich, wenn da versuchen die Kinder natürlich sich das erste Mal, hoffentlich nur ein Radler, aber das schaffen nicht alle. Ein Maßradler. Ein Maßradler. Ja, genau. Also du weißt, was ich meine. Diese Diskussionen werden dadurch auch Kinder zu früh, Jugendliche muss man sagen, zu früh an Alkohol rangeführt. Ist das was ihr intern auch besprecht oder wo man dann sagt, wie ist das imagemäßig? Geht das mit uns nach Hause oder nicht? Ja. Ist das ein Thema? Ich sag mal, jein. Mhm. Also das Thema alkoholfreie Biere ist natürlich bei uns auf dem Radar und das ist ein sehr großes Thema. Mhm. Mehr als es bisher war. Ja, also deutlich mehr. Also der alkoholfreie Biertrend, der hält an. Mhm. Das ist eine kleine Kategorie, aber die wächst. Ansonsten ist es tatsächlich so, wir selber, es ist schon in Deutschland, sage ich mal, aus meiner Sicht stark reglementiert. Ja. Mhm. Ich erinnere mich an eine Zeit, da gab es die Alkopops und das Thema wurde ja recht schnell über die Alkopopsteuer dann abgefangen. Mhm. Und wann war das? Das war Anfang der 2000er, glaube ich, oder so ungefähr. Ja. Genau. Und da ist es immer wieder, bei Neuprodukten ist die Diskussion immer wieder im Markt, okay, wenn es der Alkopopsteuer unterliegt, dann ist es für viele Unternehmen natürlich unattraktiv, weil sie es preislich gleich so gestaltet, dass es eben auch den Zweck erfüllt, dass es nicht in Massen durch die Jugend konsumiert wird. Ja. Und bei Bier, ich sag mal, die ein oder andere Alkoholleiche gibt es bestimmt auch auf dem Cannstatter Wasen, aber die gibt es auch mit Sicherheit mit anderen Trendgetränken auf anderen Veranstaltungen. Ja. Deswegen ja, also ich glaube für die bestehenden Regelungen stehe ich hundertprozentig dahinter. Kein Alkohol unter 16 Jahren, kein harter Alkohol unter 18 Jahren, kein verführerischer Alkohol, der nicht das widerspiegelt, dass es gleich realisiert wird, so wie beim Alkopop, das Restriktieren über eine Alkopop-Steuer, da stehe ich dahinter, aber bei den anderen Themen, ich glaube da wird es interessant, wird aber bestimmt auch die nächsten Jahre noch mehr Regulation kommen. Also das ganze Thema, wo wir uns stärker mit beschäftigen, ist das Thema Restriktion von Werbung. Mhm. Bei Tabak. Genau, wie bei Tabak. Genau. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren kommen. In Großbritannien sehen wir schon das Thema mit Zuckersteuer. Mhm. Ich glaube, das kann auch gut beim Alkohol nochmal ein Thema werden, dass es stärker besteuert wird. Ja, das sind so die Themen, wo ich glaube,
Das nimmt zu. Das wird zunehmen und wird dann auch mal das Thema wahrscheinlich ein bisschen wegnehmen von dem Thema Jugend. Ja. Aber jetzt zum Thema auch die Alkopops, das war ja auch so eine kleine, so eine Modeerscheinung eigentlich, dann wurde es ja wieder reguliert, ist wieder runtergegangen. Hart Seltzer ist ja auch eigentlich sowas in die Richtung, also nicht wie Alkopops, ist ja nicht süß, glaube ich, aber eine Mischung aus Sprudelwasser und Alkohol und in den USA super beliebt, glaube ich auch bei jüngeren Leuten vor allem. Ja, genau. Ist auf jeden Fall genau in die Richtung, was du sagst. In Deutschland auch hart diskutiert, ob es der Alkoholsteuer unterliegt. Aktuelle Aussage vom Zollamt ist, dass es nicht tut, wenn es mit fermentierten Wein oder anderen Dingen ist. Bei hartem Alkohol, beigefügt Wodka oder dergleichen, da wird es der Alkoholsteuer voraussichtlich unterliegen. Ja? Und das sind viele Getränke aus den USA, ist mit hartem Alkohol. Die Hartseltzer, die man in Deutschland, sind ja auch alles Modeerscheinung, sag ich mal, ist ein recht kleiner Markt, kennt, die sind alle, was ist es, fermentierte Aprikosenwein und so Sachen. Ja. Okay. Ja. Aber ich meine, Dinkelacker ist da ja noch nicht dann vorgestoßen. Nein. Es gibt ja noch kein eigenes Hartseltzer von Dinkelacker. Ihr hattet eins. Ja, Sundown Seltzer. Ist aber rein für einen Testmarkt gewesen. Also bevor wir Produkte bringen, schicken wir die normalerweise in einen Testmarkt. Da kooperieren wir dann mit verschiedenen Edekas oder Reves, wo wir sagen, hey, ihr kriegt mal für eine Zeit ein Produkt reingestellt, wo wir dann einfach sehen, okay, wie viel Absatz ist da tatsächlich, bewerben das Ganze dann nur lokal, um zu sehen, okay, wie hoch ist denn die Nachfrage. Aber beworben wird schon, also das, weil es muss ja, irgendwie muss man ja darauf aufmerksam werden. Ja. Also über digitale Medien geht es recht gut, über Geofencing, da kann man es eingrenzen, in welchem Zyklus das Ganze ausgestrahlt werden soll, die Werbung, und dann sehen wir, okay, wie entwickeln sich denn die Absatzmengen unter der Annahme von einem realistischen Marketing-Investment. Ja? Also wenn man das Ganze dann in ganz Stuttgart ausbreiten würde, dann würde es Summe X kosten, das ist ein realistisches Marketingbudget. Wie viel Absatz generiert man darüber, beziehungsweise wie viel Umsatz? Und dann kann man das ganz gut hochrechnen. Und unser Markt war damals total unerfolgreich. Ja. Schön, dass ja, dafür macht er es ja. Er probiert es Genau, und bin ich auch total froh, dass der damals so unerfolgreich war. Weil wenn ich jetzt sehe, wie schwer sich andere da am Markt tun, die da die Kategorie nicht etablieren können, mit viel, viel größeren Marketingbudgets, als wir das haben, dann glaube ich, war es die richtige Entscheidung, dass wir das nicht weiter verfolgt haben erstmal. Ja. Wie ist denn weil wir über den Standort ja auch reden, jeder weiß, Tübinger Straße, das ist sozusagen eure Homebase. Ja. Wie sehr gehört so eine Brauerei? Oder anders gefragt, war das für dich in deiner Kindheit immer völlig selbstverständlich, in diese Brauereien reinzulaufen und in der Tübinger Straße irgendwie da lang zu laufen und dann durch das große Tor zu gehen, keine Ahnung. Ja. Gehörte das so mit dazu? Das ist die eine Frage. Ja. Und die zweite eben, gehört eine Brauerei als Standortfaktor sozusagen in die Innenstadt? Das wird ja auch immer wieder gerne mal diskutiert. Also die zweite habe ich befürchtet. Ich habe eine Haltung dazu. Ich finde das klasse, auch wenn es manchmal riecht nach den entsprechenden Stoffen, aber trotzdem, ich finde das irgendwie sichtbar als so lokales. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ihr kriegt natürlich auch anderes gespiegelt. Ja. Also zu Frage 1, weil ein Großteil tatsächlich hatte ich nichts direkt mit der Brauerei oder auch meine Familie nichts zu tun, bis ich da, wie du vorhin gesagt hast, Teenager war, also über 15, 16. Und die Gegend, muss man ja auch sagen, die war früher wirklich ja grauenvoll. Das war der Hinterhof. Das hat man echt, Tübinger Straße war Hinterhof von Stuttgart. Paulinbrücke war Drogenszene. Ja. Solange es dann noch die Tankstellen gegeben hat, da gab es dann eben den Stoff und es war eine Dealer-Ecke und es war kein so tolles Place Pflaster. Place to be. Nee. Und es hat sich dann tatsächlich erst entwickelt von, sag ich mal, ab dem Jahr 2014, 2015, wo dann das Ganze dort hinten entwickelt wurde. Ja, dann irgendwann kam die Baustelle weg, dann kamen vorne die ersten Lokalitäten und dann hat man das ja sukzessive erschlossen. Mhm. Und erst da ist es dann so richtig, auch, finde ich, attraktiv geworden. Total. Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin seit 2017 in Stuttgart. Ja. Du hast es sozusagen genau. Also ich habe das genau in dem Zeitpunkt vorhin gelernt, wo es schon hip war. Ja. Also klar, Paulinenbrücke sagt einem was, dass es da auch mal nicht so schön war. Ja. Aber ja, jetzt heutzutage kann man sich das nicht so vorstellen. Nee. Aber die Brauerei natürlich da an der Wand, die bekommt man dann doch mit.
Ja, ich glaube, das ist der Anschluss zu Frage 2. Bitte. Ja, ich sag mal, ich finde es auch cool, eine Brauerei in der Innenstadt. Es ist schön, es ist aber auch totales kontroverse Thema. Mhm. Letztendlich ist es dort hinten mehr und mehr zum attraktiven Wohngebiet geworden, wo auch wirklich wahnsinns Wohnpreise aufgerufen werden. Und auch von den Bürgern kommt natürlich schon die Nachfrage, okay, wir möchten hier eine Befriedung von der gesamten Straße, wir möchten, dass es zur Einkaufsstraße wird. Und das Ganze kriegt ja schon so ein Thema. Es ist ja wirklich eine Gastromeile, also von vorne, vom Perbacco oder noch weiter vorne bis zum Marienplatz oder in der Böblinger Straße, Onkel Otto und wo es weitergeht. Ich meine, das ist eine coole, coole Ecke. Und das ist auch das, was es tatsächlich herausfordernd macht und in den nächsten Jahren machen wird. Die Tübinger Straße ist ja jetzt zur Fahrradstraße geworden. Die Hohenstaufenstraße, da gibt es, glaube ich, einen Bezirksbeiratsbeschluss, dass da einseitig auch ein Fahrradstreifen hinkommt und jetzt das Parken bzw. die Parkflächen wegkommen. Mhm. Und das Ganze kriegt ja schon eine gewisse Tendenz. Ja, also ist auf jeden Fall ein Thema, wo man mit der Stadt ins Gespräch geht, wo man evaluieren muss, okay, was ist da mit diesem Standort? Kann er gewährleistet werden, dass er die Brauerei auch noch auf die nächsten 10, 20 Jahre produzieren kann? Oder sind einfach irgendwann die logistischen Rahmenbedingungen so beschränkt, dass es auch fürs Unternehmen einfach zunehmend zur Herausforderung wird? Mhm. Ist das denn jetzt schon eine Herausforderung? Ja, würde ich schon sagen. Die Stuttgarter Hofbräu hat eine ähnlich interessante Lage wie auch wir. Die sitzen ja nur ein paar Straßen weiter. Ja. Die stehen da vor den gleichen Herausforderungen. Die Herausforderung ist einmal produktionsseitig, das ist noch ein Stockwerksbetrieb. Früher hat man ja immer die Brauerei so, sag ich mal, in den Hang oder in den Berg reingebaut, weil es tolle Kühlkapazitäten gegeben hat. Mhm. Ja. Ach so. Aber heute ist der Stockwerksbetrieb recht unwirtschaftlich. Wir haben ein Zentrallager bei uns, wo alle Direktkunden auch abholen können. Mhm. Ja, also die Edekas und Revis, oder habe ich gesagt, die können da anfahren und dort das passiert alles über die Hohenstaufenstraße. Alles über die Hohenstaufenstraße, genau. Aber natürlich die, fragen die sich auch... Die Straße, die quasi über die Karlshöhe drüber geht, Richtung Feuersee. Genau. Genau, die fragen sich auch, okay, jetzt muss ich da nach Stuttgart reinfahren, in die Innenstadt, um dann mein Bier abzuholen. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich direkt einen Zubringer oder klar, auf der A8 bin. Auf der grünen Wiese, ja, ja. Und direkt wieder abfahre. Mhm. Und das macht es zur Herausforderung und natürlich auch für die eigenen LKWs. Oder für die Rohstoffanlieferung, ja, wenn da zeitweise die Tübinger Straße gesperrt ist, muss man auch Rohstoffe vorhalten, dann mal für eine Woche oder für zwei Wochen, weil da einfach keine Anfahrtswege gibt. Ja, ich glaube schon, dass da Herausforderungen gibt, die bestehen auch heute, ja. Und gibt es Überlegungen zu sagen, komm, lass uns woanders hingehen, ne? Irgendwo raus, wo wir zentraler logistisch irgendwie versorgen können? Gibt es, oder ist das auch... sagt man, nee, wir sind seit Urzeiten hier, das wäre ja eigentlich irre, woanders hinzugehen. Also aktuell gibt es das nicht. Man hat damals schon einen großen Schritt gemacht, wo man tatsächlich das Ganze getrennt hat in Gastronomiekunden. Wir haben einen Logistikstandort in Weilendorf. Mhm. Da geht ein Großteil der Ware raus und die ganze Gastronomie-Kommissionierung und Belieferung findet von dort aus statt. Ah, okay. Und nur noch die ganze Züge abholen, ja, oder eine Mindestbestellmenge abholen, die kommen ans Automatiklager und holen dort Ware. Aber es war schon mal ein Schritt, um das Ganze ein bisschen zu entzerren auch. Mhm. Aber aktuell gibt es da keine konkreten Pläne, da die Brauerei auf eine grüne Wiese oder dergleichen zu verlagern. Weil ich meine, da gibt es ja bestimmt auch irgendwelche neugierigen Investoren, die sagen, hey, das ist ja eigentlich ein schönes Stück Land da. Und ja, das würde sich ja lohnen, hier dies und jenes hinzubauen. Ja, 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 aber da gibt es... nee, das wird... also total abgelehnt hast. Da gibt es nichts dergleichen, ja, ja, wo in die Richtung geplant wird. Mhm. Ja, aber klar, ist so, ist jetzt, oder ich sag mal, vor 2010, 14, 10, da hätte man die Diskussion wahrscheinlich nicht gehabt oder auch nicht die Gedanken. Ja. Ja, erst seit es so attraktiv geworden ist, die Ecke. Ja, es ist, das muss man sich ja immer klar machen. Die Tübinger Straße war früher, als die Brauerei gegründet wurde, ja Außenbezirk. Also es war ja eigentlich schon weit, ja, also relativ gesehen weiter draußen und das ist jetzt Innenstadt. Das, ja, kann man natürlich so gar nicht mehr vergleichen. Ja. Aber trotzdem ist es ja irgendwie was dazugehört zum Stadtbild. Ja. Also ich finde es super. Ich, rein vom Image her, muss ich sagen,
finde ich, eine Brauerei, das ist doch auch, oder ein Bier, das ist für mich zumindest ein Stück weit identitätsstiftend. Mhm. Ja, da jeder hat irgendwie einen Bezug zu seiner Brauerei aus der Region. Ja, ob es jetzt, weiß nicht, ob es jetzt die Bergbrauerei irgendwo in Ehingen ist, ob es jetzt, weiß nicht, Wasseralfinger auf der Ostalb ist, ja, da ist jeder hier Lokalpatriot und hat auch so ein bisschen Identität, ja, seine Brauerei oder sein Bier. Ja, finde ich deswegen, ja. Gehört das mit dazu? Gehört das mit dazu. In Köln ist man auch stolz auf die Brauereien mitten in der Stadt. Ja. Und die schenken da auch aus und das ist touristischer Hotspot. Ja. Also insofern ist da sicher was dran. Und es ist natürlich eine Bindung für ganz viele Menschen, die bei euch ein- und ausgehen. Und wir haben jemanden, der ist früher da ein- und ausgegangen und hat dich dann wieder getroffen. Und die hören wir uns jetzt mal an. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Und schon sind wir im Best Buddy-Gespräch. Zusammen bin ich hier mit Denise Schuler, geschäftsführende Gesellschafterin von der Cornelius Schuler KG. Und diese ist die neue Betreiberin von dem Ratskeller in Stuttgart, beziehungsweise jetzt heißt er ja eigentlich The Ratskeller. Und der befindet sich im Rathaus am Marktplatz. 5 Jahre war er geschlossen und seit Dezember ist er aber wieder neu eröffnet. Und diese Neueröffnung fand zusammen mit Dinkelacker statt, also in Kooperation. Und das Ganze hat jetzt ein neues lokales und internationales Konzept. Es wurde auch sehr, sehr viel Geld da reingesteckt. 9,5 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Rund 1 Million Euro kam auch von Dinkelacker. Und das heißt wohl, dass man auch dem damaligen Geschäftsführer Colin Dinkelacker einige Male über den Weg läuft. Richtig, Denise Schuler? Ja, der Colin war bei uns des Öfteren im Ratskeller und wir haben uns nett unterhalten, zusammen Abend gegessen. Ja, wir haben Zeit zusammen verbracht dort. Wann sind Sie denn ihm zum ersten Mal begegnet? Das war kurz vor der Eröffnung vom Ratskeller. Genau, wo es dann um die Sache ging und wo die Presse dann auch kam, da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt, ja. Vorher zwar schon viel von ihm gehört, aber persönlich haben wir uns erst im Ratskeller kennengelernt. Okay, was hatten Sie da für einen Eindruck von ihm? Einen sehr guten Eindruck. Wir haben uns sehr gut verstanden, sympathisch, also auch jung und nett, also sehr positiv. Was hatten Sie für einen Eindruck, was hat dieses Projekt für ihn bedeutet, diesen Ratskeller umzubauen? Er war ja da damals schon Geschäftsführer von Dinkelacker. Also ich glaube, dass ihm das sehr viel bedeutet hat. Also es hat uns allen viel bedeutet, weil der Ratskeller ist eigentlich das Lokal in Stuttgart. Also jeder kennt ihn, jeder hat irgendwelche Geschichten mit dem Ratskeller. Und da dann zu dem Team dazuzugehören, glaube ich, das ist für jeden was Besonderes. Es wurden auch ein paar neue Ideen, auch von Dinkelacker angesprochen, umgesetzt. Und also ich denke schon, dass ihm das sehr viel bedeutet hat. Was ganz cool war an dem Abend, wo ich Colin Dinkelacker kennengelernt habe, da waren dann auch noch die anderen Geschäftsführer dabei von Dinkelacker. Und ich habe ja nicht nur geschäftlich, sondern ich habe ja auch eine persönliche Verbindung mit Dinkelacker, weil ich habe ja damals als junges Mädchen meine Ausbildung bei Dinkelacker gemacht. Habe somit schon mal bei Dinkelacker gearbeitet. Und als Geschenk zur Eröffnung vom Ratskeller hat Colin Dinkelacker mir meinen damaligen Koffer mitgebracht, den ich nach der Ausbildung dort vergessen hatte, wo noch alle meine alten Sachen drin waren. Das war total nett. Dadurch bin ich total gefreut. Einen Koffer? Wie vergisst man denn einen Koffer bei seinem letzten Arbeitstag? Ja, so eine Tasche, so eine Koffertasche, wo dann wirklich noch alte Unterlagen drin waren, eine uralte Bankkarte von mir noch, von meinem Jugendkonto und alle möglichen Sachen. Also, und wir reden davon von 20 Jahre, ja, fast 20 Jahre ist das her. Das war ja dann sehr aufmerksam, aber auch eine sehr kuriose Geschichte, dass Sie den Koffer dort vergessen haben und nach so langer Zeit der dann wieder zu Ihnen zurückfindet. Ja, ja. Ja, ich wusste auch gar nichts davon. Ich habe nur vorher schon gehört gehabt, wir haben eine tolle Überraschung für Sie, Frau Schuler. Wir bringen es mit. Und auch an dem Abend, es war ganz witzig. Und ich habe also die ganze Zeit gewundert, was kann das sein, was kann das sein? Und habe mich dann echt riesig gefreut darüber, ja.
Der ist 20 Jahre lang bei Dinkelacker gestanden, mein Aktenkoffer. Ja, den haben Sie wohl irgendwo wieder ausgegraben. Wie haben Sie dann gefeiert, die große Öffnung oder Neueröffnung von The Ratskeller? Oh, wir saßen nett zusammen bei einem Glas Wein und bei einem Glas Dinkelackerbier. Wenn keiner zuhört, dürfen auch die Brauereichefs mal ein Gläschen Wein trinken. Okay, ist das sonst ein No-Go unter Brauereikollegen? Ja, vor der Presse darf man das nicht, da muss man Dinkelackerbier trinken. Er war auch danach noch ein paar Mal bei uns essen, ja, das war immer sehr nett. Wie schätzen Sie Colin Dinkelacker ein? Also was für ein Typ ist er, wenn Sie ihn jetzt charakterisieren müssten? Also ganz so oft habe ich ihn ja nicht gesehen, daher kenne ich ihn jetzt persönlich nicht so gut, aber er hat immer einen sehr motivierten Eindruck gemacht, er war immer sehr interessiert, er war unheimlich zuvorkommend, also er wusste, was er sagt, er wusste, mit wem er was zu tun hatte und also ich habe ihn als engagierten jungen Mann kennengelernt, der viel bewegen, glaube ich, möchte, ja. Es war eigentlich von Anfang an sehr persönlich. Also obwohl wir uns nie kannten und uns das erste Mal gesehen haben, war es trotzdem so, als ob wir schon jahrelang miteinander zu tun hatten. Also es war schon gut. Wir sind natürlich, die Firmen waren halt auch schon ewig lang verbunden. Also wir arbeiten ja seit fast 50 Jahren schon mit Dinkelacker zusammen, wo ich noch gar nicht auf der Welt war. Also schon sein Onkel und mein Vater. Also es war schon immer eine gewisse Verbundenheit zwischen unseren Unternehmen. Und es hat man auch gemerkt, dass er das gleich, also mit sehr viel Respekt. Also es war nicht so hier, ich bin neu und dies, sondern als ob wir schon immer zusammengehört hätten, die Firmen auch schon ewig kennen. Dann auch von den Ideen her, also seine Idee war ja auch, dass wir im Ratskeller nicht nur Dinkelackerbier haben, sondern Schwabenbräu, weil es einfach ein bisschen weniger promoted wird wie das andere. Und es gibt ja schon das Karls Brauhaus mit Dinkelacker. Und auch die Idee fand ich eigentlich von Anfang an toll und habe sie direkt mit umgesetzt. Also auf so eine langjährige Dynastie-Zusammenarbeit kann man dann gut aufbauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich eigentlich auch eine gute, lange Zusammenarbeit gefreut mit ihm. Ja. Und wie ist es jetzt gerade? Also natürlich strömen jetzt die Gäste in den neuen Ratskeller rein. Colin Dinkelacker ist selbst nicht mehr Geschäftsführer von Dinkelacker. Wie ist da der Kontakt? Ja, ich habe es leider durch die Presse erfahren, ja. ich finde es persönlich total schade. Ich hätte super gerne mit ihm gearbeitet, hätte super gerne Dinge umgesetzt, weil, gut, ich bin jetzt nicht ganz so jung wie er, aber auch noch nicht so viel älter wie er, deswegen. Und ich und mein Mann, wir gehören ja noch zu den jungen Geschäftsleuten und das ist immer etwas schwierig in so, ja, alteingesessener Gastronomie, so junge Leute. Deswegen arbeite ich auch immer gern mit jungen Leuten zusammen. Da muss ich nicht immer ganz so viel diskutieren drüber, über meine Ideen. Deswegen eigentlich hätte ich wirklich sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, ja. Ich habe jetzt leider gerade nichts mehr von ihm gehört. Ich werde aber trotzdem auch mit Dinkelacker natürlich weiterarbeiten. Okay, was schätzen Sie dann besonders an Ihrer gemeinsamen Zeit bzw. Ihrer Zusammenarbeit mit Colin Dinkelacker? Also die Persönlichkeit fand ich wirklich toll. Es war einfach so, ja, es war nett, getroffen zu werden, gehört zu werden. Es war einfach so, man hat gleich irgendwie so das Gefühl gehabt, man wird ernst genommen, auch die Ideen von einem. Und wie gesagt, ich hätte mich halt darauf gefreut, das alles ein bisschen jünger und moderner zu machen gemeinsam mit ihm. Weil es beides, Ratskeller ist sehr alt, Dinkelacker ist sehr alt und ich bin der Meinung, wir hätten da ein bisschen neuen Wind reingebracht zusammen. Ja, aber vielleicht haben Sie das ja schon mit dem neuen Ratskeller. Ich im Ratskeller auf jeden Fall. Ich habe schon mit meinem Namen für sehr viel Gesprächsthema gesorgt. Also auch an dem Konzept. Also wir versuchen schon sehr jung zu sein und auch ein bisschen zu provozieren teilweise. Aber ja, klar, es ist immer schöner, wenn man Partner hat, die einen dann da auch natürlich auch mit unterstützen. Aber wir machen schon unser Ding, ja. Geht das Konzept denn gerade auf, dieses ein bisschen Anecken im Ratskeller? Ja,
die Eröffnung war super dadurch. Ich glaube, uns haben viele Leute gekannt durch die vielen Artikel, die uns hätten nicht gekannt. Und es war ja so der Ratskeller, und das machen wir eigentlich ganz gut, ist dieser Spagat von den ganzen alten Leuten, die natürlich wieder in ihren Ratskeller wollen und die auch super gerne herzlich willkommen sind und die wir uns gut kümmern und uns sehr freuen, dass die da sind. Aber wir wollen natürlich auch die jungen Leute. Wir wollen auch alle die jungen Leute, die Multikulti sind, die vielleicht jetzt nicht so viel mit dem Ratskeller anfangen können. Und doch, das funktioniert ganz gut. Also wir haben jetzt auch das Konzept mit unseren Partnerstädten. Und doch, wir versuchen eigentlich für alle was zu bieten. Ja, neuer Wind im Ratskeller. Aber bevor wir da gleich drauf zu sprechen kommen, wie krass ist das Fundbüro bei Dinkelacker, dass dieser Koffer nach 20 Jahren da irgendwie wieder aufgetaucht ist? Ja. Ist schon sehr kurios, oder? Ja, da haben wir echt noch ein paar Schätze, glaube ich. Also es war schon ein sehr besonderer Schatz. Eine Kollegin von mir hat damals schon gesagt, ja, bei der Eröffnung, ja, sie wüsste es nicht mehr ganz genau, aber sie glaubt, im Archiv, da ist noch von damals, von der Ausbildungszeit von der Frau Schuler, ein Koffer, dann hätte sie hier stehen lassen und hätten nicht mehr abgeholt. Und dann habe ich gesagt, okay, bist du ja sicher? Und dann hat sie angefangen zu schauen bei uns im Archiv. Und dann kam tatsächlich dieser Koffer zum Vorschein. Also perfekt, den nehmen wir jetzt als Überraschungsgeschenk für die Eröffnung. Und ja, war, das ist ja der Hammer. Witzige Sache. Dass ihr das auch aufgehoben habt, ja? Also ich meine, und es muss sich ja jemand dran erinnern, ja? Ja, also, ja. Doch, eine wirklich eine krasse Geschichte. Hat das Haus ein gutes Gedächtnis. Ja, es zeigt auch so ein bisschen, sorry, so diese das Familiäre dahinter. Also ich meine, das muss man sich ja auch klar machen, dass man dieses Netz gleich wieder spannen kann. Ja, erinnerst du dich noch, wie sie damals reagiert hat? Also Frau Schuster? Frau Schuler, ja, die war total überrascht. Ich glaube, die wusste ja, hat damit auf jeden Fall nicht mehr gerechnet. Und natürlich, musste dann auch drüber schmunzeln. Ja. Auf jeden Fall echt auch sie total, total coole und unkomplizierte Frau. Mhm. Wenn man jetzt genau zugehört hat, dann hat man so ein bisschen Wehmut schon hören können. Also sie hatte irgendwie jetzt doch große Stücke auf dich gesetzt, so in Richtung, lass uns als jüngere Generation jetzt auch ein paar junge Ideen platzieren. Ja. Und könnte auch meinen, sie ist jetzt fast ein bisschen enttäuscht, weil da ein Konterpart fehlt irgendwie, oder? Ich bin total gerührt. Habe mich total gefreut, dass sie da so liebe Worte hatte. Ja. Ich glaube, aber wer weiß, ich werde nach wie vor hingehen, nach wie vor die Käsespätzle genießen und mit ihr vielleicht ein paar wilde Ideen spinnen. Ja, ja, vielleicht nicht Almhüttendorf, das ist ja jetzt gerade sehr aktuell in der Diskussion gewesen. Ja. Wobei ich bin gerade vorhin am Schlossplatz vorbeigelaufen. Sie hat da ihren Airstreamer aufgestellt. Mhm. Was ist das? Das ist so ein Wohnmobil, den man aus den ganzen alten Filmen kennt. Du kennst diese voll verchromten Anhänger. Ja, amerikanischen. Ja? Genau. Mhm. Und den nutzt sie, glaube ich, auch entweder als Ausschank oder als Ausgabe für Essen. Und der sah da echt in der Ecke vom Marktplatz sehr stylisch aus. Also, das ist aber nicht Almhütte. Das habe ich auch gedacht. Das ist doch überhaupt nicht Almhütte. Das ist doch jetzt einfach nur cool. Ja, genau. Aber jetzt der neue Ratskeller. Du warst jetzt auch schon drin. Ja. Bist du Fan? Ich bin auf jeden Fall Fan, ja. Ja, richtig cool gemacht, auch wenn man es noch zu früher kennt, es hat wirklich mit dem damaligen Ratskeller nichts mehr zu tun. Gar nichts. Gar nichts. Nee, oder? Ja. Und auch wenn man abends vorbeiläuft, finde ich total, auch im Winterzeit fand ich schon super, wie es da unten beleuchtet ist, lädt echt ein. Man kommt da die Treppen runter und wir bringen ja in dem Jahr auch ein paar Fassbier-Spezialitäten raus, wo man so richtig Fassbiere genießen kann. Und da werden die auch angeboten werden. Gerade sie ist ja auch eine der ersten, die hier mit der Marke Schwabenbräu ein bisschen einem mehr an den Start geht. Und ja, da freue ich mich auch total drauf. Ich habe nur dann diese Summe, sie hat es ja gerade nochmal gesagt, wie viele Millionen dann da an Invest dahinterstehen. Das ist schon verdammt viel Geld. Habt ihr da lange überlegt, da so reinzugehen? Oder überlegt man dann auch mal, sagt, hey, also vielleicht ist das Risiko zu groß, ich weiß es nicht? Ja, also das Geld kam ja nicht nur von uns, sondern haben unterschiedliche Seiten mit investiert. Die Stadt hat
hat Anteil geleistet, die Familie Schuler hat Anteil geleistet. Deswegen, aber trotzdem bleibt es natürlich ein großes Investment, ja. Nichtsdestotrotz. Und ja klar, das sind auch alles Investments gewesen, auch hier beim Lautenschlage, wo man gesagt hat, boah, das ist jetzt vielleicht nicht die kleine Eckkneipe. Nee. Also schon ein bisschen mehr. Ja, ja vielleicht, ja, oh, hoffentlich eröffnet es dann demnächst auch mal. Ja. Ja. Und von der Seite der Stadt war ja dann irgendwann Übergabe und da haben wir auch gesagt, boah, hoffentlich fällt es jetzt nicht wieder in einen schlechten Zeitpunkt von Corona rein. Und ja, ist ja dann tatsächlich aber in einen schlechten Zeitpunkt nochmal gefallen. Ja. Im November wurde es ja nochmal richtig heftig, im Dezember. Und jetzt bin ich aber froh, jetzt kommt der Frühling, der Sommer, die Frau Schuler kriegt ihre Außenbestuhlung. Mhm. Und dann wird es ein super Ding und wir haben endlich wieder ein bisschen Leben am Marktplatz. Ja. Das war ja auch die letzten Jahre echt ein leider sehr verlassener Platz. Ja, vor allem große Baustelle und jetzt ist ja jetzt fast wieder alles fast eben. Ja. Ja. Also ich glaube, in diesem Sommer soll es fertig renoviert werden, der Marktplatz. Und es soll ein Fontänenfeld geben, ein Brunnen saniert werden, der Ratskeller direkt daneben. Das wird schon nochmal ein neuer Ort in Stuttgart, den man da wiederbelebt. Ja, da kommt nochmal ein bisschen unter den Platanen, kommt auch noch Gastronomie. Mhm. Von der Seite bei der Frau Schule vom Haus der Ratskeller, da oben gibt es Außengastronomie. Also ich glaube auch, das wird echt, echt belebt werden. Und wenn man sich noch ganz früher daran erinnert, oder was heißt ganz früher, ist ja gar nicht so lange her, aber als damals noch Scholz gegeben hat. Genau, das war ist quasi direkt gegenüber vom Rathaus, also neben Spielwagen Kurz war das. Ja, genau. Die hatten dann noch die Liegestühle draußen, das war ziemlich cool. Die hatten noch die Liegestühle draußen, da war ein bisschen mehr Leben am Schlossplatz, am Marktplatz. Ja. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, wenn da wirklich dann wieder unter den Platanen dann noch was kommt von der Seite von Bräuninger und oben wieder ein bisschen Gastronomie ist, dann glaube ich, wird es auch ein bisschen lebendiger, weil ich muss auch offen gestehen, ich kenne wirklich keine Stadt, wo der Marktplatz nicht eine gewisse Rolle spielt. Ja. Ja. Oder gastronomisch irgendwie gespielt wird. Ja. Mhm. War das dann auch so ein Herzensprojekt von dir, als du noch in der Geschäftsleitung warst? Ich habe mich auf jeden Fall gefreut und total gefreut, dass die Frau Schuler das so gleich das Thema auch mit Schwabenbräu angeht. Ja. Unter der Marke, da möchten wir mehr Spezialitätenbiere noch spielen. Ich habe mich ja vorhin als Spezialitäten-Fan geoutet, also so ein bisschen Herzensprojekt war ein bisschen auf jeden Fall dabei, ja. Wie hat sich denn aus deiner Sicht, weil wir jetzt schon so über die alten Zeiten und das Scholz und das unbekannte Tier und so, aus deiner Sicht die Stadt verändert, also auch gerade was diesen gastronomischen Bereich angeht. Wie nimmst du das wahr oder hast du es wahrgenommen oder nimmst du es wahr? Wohin marschiert Stuttgart? Weil es hat sich ja unglaublich viel verändert. Ja. Aber es gibt ja unterschiedliche Stimmen. Wie siehst du es? Ich finde, es hat sich sehr positiv verändert. Mhm. Im Vergleich von vor 10 Jahren gibt es jetzt ganz persönlich gesprochen, viel mehr Gastronomie, die mich anspricht. Es hat sich auf jeden Fall die Theodor-Heuss-Straße, sag ich mal, das ist also die Ausgehmeile gewesen, auf jeden Fall bis vor Corona, wobei auch die sich geändert oder ein bisschen gewandelt hat. Ja. Kommen aber mittlerweile auch viele von außen, sag ich mal, aus den außenliegenden Landkreisen nach Stuttgart rein, die dort am Wochenende zum Feiern gehen. Und wir haben zusätzlich zur Theodor-Heuss-Straße, wo es die einzige Ausgehszene gewesen ist, noch viel andere Orte gekriegt. Ja. Also wenn man Hans im Glückbrunnen anschaut, ja, da ist mittlerweile viel, da war früher auch schon Gastronomie, aber nicht in dem Maße. Ja. Und auch viel Nachtgastronomie da mittlerweile. Wir haben einen Rote Büblatz, haben mittlerweile Nachtgastronomie. Wir haben die Boa nach wie vor. Wir haben hier in der Innenstadt tatsächlich sogar unten auf der Königstraße haben wir tatsächlich Nachtclubs mittlerweile. Da hat sich viel getan und es haben sich viele so kleine Gastro-Spots gewirrt. Also gerade habe ich einen genannt, Hans im Glückbrunnen, den Marienplatz, den hat es dort gegeben, die ganze Paulinenbrücke ist. Und jetzt gibt es auch schon, weiß nicht, ob ihr da mal gewesen seid, am Ostendplatz. Ja, da entwickelt sich immer mehr. Also das finde ich schön, dass da so viele kleine Spots gibt, wo man gut hingehen kann. Dass sich tatsächlich extrem viel verändert und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ist es schnell crowded, ganz voll. Ja. Die Diskussion haben wir am kleinen Schlossplatz, auch am Marienplatz. Heute war es wieder in der Zeitung, oh je, jetzt kommt die warme Saison. Ja. Halten wir die Nächte ruhig, können die Anwohner es ertragen? Also ich habe so das Gefühl, es wird die Interessen auszugleichen wird immer schwieriger. Oder wie nimmst du das wahr?
Da bin ich total radikal. Nämlich? In welchem Sinne? Also wenn ich in der Stadt wohne, dann muss mir das bewusst sein. Ja. Es gibt viele, die zugezogen sind, tatsächlich in die Tübinger Straße. Und dann denke ich mir, okay, wenn man da zuzieht, dann muss es einem bewusst sein. Ja. Wenn ich da natürlich seit 20 Jahren lebe und habe den ganzen Wandel mitgekriegt, dann kann ich das verstehen. Mhm. Ja. Aber ansonsten, ja, bin ich da, habe ich da eine eindeutige, alle, ja, nee. Für alle später Zugezogenen eine eindeutige Meinung. Und die ist, Großstadt, da muss man sich, Großstadt, da muss man sich vorher schlau machen, wo man hinzieht. Mhm. Mhm. Ja. Ja, sorry. Alles gut. Ja, ich glaube, ich muss auch noch einen Schluck gleich trinken. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Dass ich es eigentlich ganz bemerkenswert finde, dass der trotz Corona dann die Entwicklung ja auch nicht wirklich gestoppt hat. Ne? Dass es ja irgendwie jetzt weitergeht. Aber du hast ja gerade gesprochen, jetzt ist, vorhin schon, dass es dann irgendwann vielleicht einen Cut geben wird. Also ja. Beim ganzen Nachtleben in der Gastro. Mhm. Wobei auch da, glaube ich, es werden immer wieder neue Gastronomen kommen, immer wieder neue auf den Markt kommen, die ja die Chancen nutzen. Ne? Und das sieht man ja auch, da gibt es wirklich, also die Boa, da gab es damals eine Sloggy, da gibt es jetzt den nächsten Betreiber, da gibt es viele trendige Locations, die gehen von Hand in Hand und die bleiben coole, trendige Locations und werden es auch immer sein. Ja, da ist Stuttgart tatsächlich eine Ausgehstadt geworden. Ja. Aber das ist interessant, wie du das siehst, weil natürlich viele, die diese, ich sag mal, das alte, gemütliche, um es positiv zu formulieren, ja, vor Augen haben, die werden damit nicht ihren Frieden machen können. Für die ist das natürlich immer schwierig. Der Marienplatz ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Am Anfang hat kein Mensch hat den irgendwie angenommen. Das war eine Riesenfläche, von der keiner wusste, was machen wir jetzt damit. Ja. Und dann hat das im Prinzip eine junge Generation erobert. Ich glaube, so kann man es formulieren. Ja. Ja. Und von da aus strahlte das dann natürlich in das ganze Viertel ein. Also das finde ich schon. Ja. Das ist auch so, es gibt so ein paar Ecken, ja, die haben sich trotz Corona entwickelt. Ja. Mhm. So ein paar Hotspots, gerade weil du den Marienplatz angesprochen hast. Der kleine Schlossplatz hat sich leider noch mal zum bisschen anderen Hotspot entwickelt während der Corona-Zeit. Aber gerade der Marienplatz, obwohl da Gastronomie teilweise zeitlich beschränkt war und schließen musste, kamen die ganzen Menschen dort auf den Platz abends und sind trotz Schließung dort sitzen geblieben oder haben Bestelldienste genutzt, um dort ihre Abende zu genießen. Mhm. Ja. Das ist ja eigentlich verrückt, dass da so Menschen so lange zusammenkommen. Ich glaube, der Marienplatz hat sogar noch mal eine Steigerung erfahren nach ganzem Krawallnacht-Thematik. Ja. Ich glaube, die Leute, die beim Eckensee, also die jungen Leute, die beim Eckensee ihre Abende verbracht haben, sind dann auch zum Teil zum Marienplatz dann ausgewichen, als diese ganze Sache war und dann auch geblieben, würde ich mal sagen. Ja. Klar, davor gab es auch schon viel mehr Leute am Marienplatz, aber das hat sich dann noch mal ein bisschen mehr verjüngert als davor, glaube ich. Ja. Gehst du da nur, bist du da hingegangen? Also ja, war das für dich also schon? Marienplatz war immer schon ein Ort, also als Student hier in Stuttgart, da setzt man sich hin, holt sich vom Supermarkt ein Getränk und genießt einen schönen Abend, vor allem wenn es warm ist, natürlich. Ne? Und wenn man will, kann man ja dann auch noch in die Bars am Rand gehen. Ja. Ja. Und deswegen, gerade das, als der ganze Krawallnacht war, hat man dann plötzlich eine Veränderung gespürt, als dann auch mal die Polizei damit rumstand. Dann, wie gesagt, auch etwas jünger, also dann so im Alter vom Abiturientenalter, dann mehr Leute dahin gekommen sind, um da dann. Ich fand das, wo du das ansprichst, genau, es waren ja mehrere Krawall-Ereignisse. Das eine waren diese, also es ist interessant, dass dieser Platz plötzlich dann so eine Mehrdeutigkeit bekommen hat. Dann die Querdenker-Demo Ostern vor einem Jahr war das. Das war, glaube ich, für die Stadt ein traumatisches Erlebnis. Aber dann eben das, was du beschreibst, das finde ich eigentlich ganz toll, dass junge Leute, also wenn sie das mit Sinn und Verstand machen, sich einfach dahin hocken. Der Johannes Miller hat mal hier in dem Podcast gesagt, er findet das eigentlich auch ganz schön, dass es Sachen gibt, wo man nicht unbedingt was bezahlen muss, sich hinsetzen muss und irgendwie was konsumieren muss, sondern man setzt sich einfach auf den Platz, wie du beschrieben hast. Nur dann geht mal in den Rewe, holt sich da sein Sixpack oder was, weiß ich was, und setzt sich dann dahin. Das finde ich eigentlich, ist eine Aneignung von öffentlichem Raum, finde ich toll. Also finde ich auch super, weil tatsächlich viele
Viele sagen, okay, wenn ihr feiern geht, dann geht in die Gastronomie, finde ja. ich ehrlich gesagt, das ist eine, ja, wahrscheinlich schließen die Leute da zu stark von ihrem eigenen Umfeld, aber man muss sich es auch leisten können, um feiern zu gehen, und das ist eine gute Alternative. Ja. Also ja. jetzt vom studentischen Bereich gesehen, also ja. es ist jetzt nicht ohne, hier in Stuttgart einen Abend auszugehen, wirklich von Restaurant über Club über Bar. Ja, das steht etwas hinter. Deswegen ist es ja aber auch so, dass vor allem im Sommer auf den Hängen, auf den Grünflächen, die es ja gibt, da auch sehr, sehr viel sich dann ansammelt. Marienplatz ist halt so ein, ist eigentlich ein skurriler Ort dafür, weil es ist ja eine Asphaltplatte in der Mitte. Und, aber es ist trotzdem einfach dadurch, dass der Süden ja auch studentisch ist, glaube ich, da hat sich sehr viel entwickelt. Ja. Das ist eine Asphaltplatte. ja, stimmt. Also im Sinne... Ja. Es ist kein... die Elisabeth Kabatek hat hier mal beschrieben, in irgendeiner ihrer Romane, als der Marienplatz neu war, da hat sie dann so eine anarchische Protagonistin gehabt, die hat mitten auf dem Marienplatz irgendwie so eine Platte da rausgehauen, also das ist natürlich Fiktion gewesen, und eine Blume da reingepflanzt, weil hier war das auch zu viel Asphalt, wie du sagst, zu viel Beton, zu viel Fläche. Und eben gerade das war... glaube ich, schon der Auslöser, dass die jungen Leute sich das aneignen konnten, weil sonst kannst du das nicht. Du musst irgendwie sitzen, irgendwie sind Spielplätze, weiß ich nicht was, gibt's ja da auch. Aber das finde ich schon interessant. Dass es so eine Eigendynamik gekriegt hat. Ja, ja. Und 200 Meter weiter ist die Dickelackerbrauerei. Ja, genau. Und da haben auch schon die einen oder anderen dann versucht, über das Tor zu klettern, um einfach nur Bier zu kriegen. Über welches Tor? Über das hintere oder das an der Tübinger Straße? Tübinger Straße. Gibt es ein großes Einfahrtstor? Ja. Das wird genau aus solchen Gründen runtergelassen. Okay. Also die haben es nicht geschafft. Nicht, weil wir das Bier verweigern, sondern weil die das Hochregallager nicht bedienen können. Das ist so gefährlich. Genau. Es gibt immer so diese Pakete zum Mitnehmen. Das könnt ihr doch mal so ein paar Sixpacks rausstellen. Ja, genau. Ja, es war auch schon heiß diskutiert, ob irgendwann mal zumindest auf dem Parkplatz gegenüber ein Bierautomat hinkommt. Ja, es machen ja viele mit Automaten jetzt. Ja. Stimmt. Das ist interessant. Mit Altersnachweis und dann. Genau. Das könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Gar nicht so schlecht. Ja. Ja, gekühlt wäre es interessant, ne? Ja, wäre interessant. Ja. Wenn man von der Stadtmitte dann Richtung Marienplatz läuft und dann auf der Höhe von der Brauerei ein Automat steht, wäre schneller, als wenn man dann am Supermarkt vorbeigeht. Ja, stimmt. Wobei der Marienplatz ist ja auch echt gut ausgelegt, gell? Beide Rewes beiden Seiten. Beiden Seiten. Die haben ihre Standorte nicht aufgegeben. Nee, ist sogar beide durchrenoviert. Stimmt. Ja. Die wissen warum. Absolut. Absolut. Ja, aber da haben wir ja eine Geschäftsidee entwickelt. Gibt es doch bestimmt schon, oder? Gekühlte, ja klar, gibt es gekühlte Automaten. Haben wir doch an der Hochschule auch. Ja. Es gibt was ohne ganz Alkohol. Skurriles. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land es ist, aber es gibt einen Coca-Cola-Automat, der ändert die Preise in Abhängigkeit von der Temperatur. Das habe ich gehört. Stimmt. Wow. Ja, das gibt's. Genau. Je heißer, desto teurer. Ne? Ja. Ein bisschen gemein, aber... Sehr gemein. Aber noch eine Vertriebsidee. Ja. Genau. Gut. Wo wir so nett über Lokales reden, kommen wir jetzt zu diesem hier. Sprich Stuttgart. Fragebogen. Genau, das haben wir als festen Bestandteil in diesem Podcast natürlich drin, den Fragebogen. Und da ist gleich die erste Frage, nämlich diese. Du warst lange unterwegs. Ja. Warst du ja auch. Und kommst das erste Mal wieder nach Stuttgart. Ja. Am Horizont, kannst du dir mal vorstellen. Was sieht man? Den Fernsehturm. Was fühlst du? Jugendgefühle. Weiß ich noch, dass immer, waren wir 16, gerade einen Rollerführerschein gehabt und dann auf der mittleren Viertellinie ab dem Fernsehturm runter laufen lassen, wer die 60 knackt. Da waren doch wahrscheinlich noch keine Straßenbahnen auf der neuen Weinsteige, oder? Doch, die war schon die da. Waren schon die da. Waren, die waren schon da. Mittlere Viertellinie konntest du es aber schon. Konntest mit ordentlich Schwung nehmen. Hoch zu ist was immer schlimm. Aber mit 30 Schloss. Ja gut, das ist das Schicksal der Stadt. Ja. Wann hast du
Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt. Wahrscheinlich auch als Teenager, oder? Ja. Naja, weil schon ein bisschen jünger, weiß ich nicht. Ja, gerade in dem Alter wahrscheinlich. Mhm. Waren dann so die ersten Nächte, wo man mit Freunden ausgegangen ist, wo man abends unterwegs war. Das erste Mal auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Einfach so richtig Klinken putzen. Von einem Türsteher zum nächsten und wieder weggeschickt worden. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ich glaube, da habe ich Stuttgart das erste Mal erlebt. Mhm. Ja. Also, wo ist dein Heimathaus? Darf man das wissen? Oder ist es ist nicht in der Tübinger Straße? Nein, nicht in der Tübinger Straße. Es ist in der Nähe vom Hölderlinplatz. Ah, okay, im Westen? Ja. Ah, jo, cool, ist jetzt nicht so super weit weg. Nee. Aber, genau. Ja. Ich finde es irgendwie schön zu hören, dass du sagst, okay, ja, die Erinnerung, was mit Freunden machen, was hat dich zurückgebracht, auch etwas mit Freunden, also dein Freundeskreis hier ist ja anscheinend ein sehr wichtiges Thema bei dir. Ja, es ist sehr, sehr stabil, glaube ich, seit der 5. oder 6. Klasse. Mein bester Freund, den kenne ich auch seit der 5. Klasse und da hat sich eigentlich das Umfeld nicht stark verändert danach, sondern wir sind alle echt ein eingeschworener Haufen geblieben. Das ist interessant, normalerweise hat man ja durchs Studium dann auch so einen neuen Freundeskreis, man verliert so die alten Mitschülerinnen und Mitschüler ein bisschen aus den Augen, aber das ist bei dir nicht so gewesen dann, oder? Gibt auf jeden Fall neue Freunde, die dazugekommen sind, aber ich muss gestehen, zu keinem ist das Verhältnis so eng wie mit denen, wo man damals schon in der Schulzeit befreundet gewesen ist. Wo bist du zur Schule gegangen? Königin Olga Stift am Feuersee. Ja, genau. Da sind viele aus dem Umkreis gekommen, also von Filderstadt, von was weiß ich wo und ja, da hat man dann auch gerade eine sehr enge Filderstädter Freundesklicke. Das ist ja lustig, ja. Vor allem, dass ja auch alle dann noch in Stuttgart geblieben sind dann entscheidend, noch so dieser Es sind fast Kern. Alle, sind glaube ich, ich kenne niemanden, der geblieben ist zum Studium, aber es sind schätzungsweise 80% zurückgekehrt. Oder zumindest in die Region gezogen. Ja. Das ist echt erstaunlich. Ja. Also es ist tatsächlich auch was in diesem Podcast selten so formuliert wird. Oft spielt Berlin eine Rolle. Ja. Also viele gehen nach Berlin. Ja. Also gerade in diesem, oft auch in diesem Kreativbereich, die gehen alle nach Berlin oder ja. Aber jetzt war es bei dir, hast du mal überlegt, woanders dich anzusiedeln in Berlin oder in einer hippen. Ja. Ich meine, Boston war es ja, das ist ja auch ganz hip. Köln war auch cool. Köln war auch cool. Eine sehr, sehr gute Stadt. Am Anfang tatsächlich habe ich in Köln echt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Als Schwabe? Vor allem, weil das Einzugsgebiet so groß war. Ah. Also jeden, den ich als Nebensitzer in Vorlesungen hatte, der kam dann aus Leverkusen, Wuppertal, Dortmund, Düsseldorf, egal wo. Ich sagte, wie schaut es aus? Und am Wochenende? Und ich bin da unterwegs in Dortmund, habe ich gesagt, okay. Ist ja noch einmal ein Stück gewesen. Ecke, ja. Als Wuppertaler kann ich das nachvollziehen. Ah, du kommst aus Wuppertal? Ja, genau. Okay. Ich komme aus NRW. Also das wird halt alles bunt gemischt, sagen wir mal so, dadurch, dass die ganzen Großstädte halt nebeneinander liegen. Ja. Aber was würdest du denn sagen, das ist jetzt auch ein Teil von unserem Fragenbogen, was hat Stuttgart, was die anderen Städte dann nicht haben? Die geografisch, eine der geografisch besten Ausgangslagen. Ich bin total gerne auch am Wochenende mal unterwegs für Kurztrips und von hier aus ist es wirklich sensationell. Also du kommst ruckzuck am Bodensee. Du bist, was ich lange Zeit nicht so auf dem Radar hatte, ruckzuck in die Pfalz. Ja, ein super Gebiet zum Wandern oder in den Weinbergen oder sonst so unterwegs. Du bist ruckizucki in den Bergen, wenn du Skifahren gehen möchtest oder für einen Winterurlaub. Du hast wirklich, also für Kurztrips ist es sensationell. Also da gibt es so viel, was die Lage zu bieten hat. Ja. Das muss ich sagen. Und das haben viele andere, finde ich, nicht. Vor allem interessant. Vor allem was halt den ländlichen Raum um Stuttgart herum. Ja. Jetzt im Kontrast zu Köln vielleicht. Ja, da hast du auch das Bergische Land. So. Ja. Ja. Nee, aber stimmt. Aus der Perspektive habe ich nicht gesehen. Das interessiert uns jetzt natürlich. Ja. Wanderst du gerne? Was machst du freizeitmäßig? Ja. Skifahren höre ich raus. Also ja, ich gehe sehr gerne Skifahren. Mhm. Sehr gerne. Ich habe eine Zeit viel Tennis gespielt. Leider irgendwie dann zu zeitintensiv gewesen. Habe jetzt seit 2 Jahren einen Hund. Mhm. Mit dem bin ich viel unterwegs. Gerade draußen in der Natur.
Und ich habe auch ein Faible fürs Angeln. Fürs Angeln? Fürs Angeln, ja. Wo geht man dann hier? Ja, das wollte ich gerade, wo geht man hier angeln? Ja. Also Neckar natürlich nicht, aber... Auch an Neckar, aber nee, nicht oder? Hier, doch nur an den oberen Neckarlauf. Also tatsächlich, okay. So wie wir an Neckar kennen, alles, was man da von, sag ich mal, Neckar-Westheim bis Neckar-Tänzling irgendwo da, es ist wirklich sehr, sehr hässlich. Ja. Aber wenn man an oberen Neckarlauf weiter hochkommt, Richtung, fast Richtung Schwarzwald, also Horb die Ecke ja. und so weiter, da wird es wirklich schön. Mhm. Und da ist es idyllisch daraus oder tatsächlich dann mal Richtung Ulm mhm. oder Donau oder in die Richtung Iller oder ja am Bodensee. Ja. Und machst du das dann alleine oder mit der Familie? Ich habe ein paar Freunde, die gehen auch gerne angeln ja, und mit denen bin ich dann immer mal wieder unterwegs. Ist auch immer nett, ein Tagesausflug. Ist mal ein Tag ganz woanders. Ja. Ist ein ganzen Tag steht man in der Natur oder am Wasser. Und ja. Super. Ausgleich. Super Ausgleich, ja. Ganzen Tag an der Ja, das hört man ja immer wieder. Ja, ja, das ist den ganzen Tag draußen. Es ist eine sehr ruhige Geschichte. Also man stresst sich nicht, man kommt ein bisschen runter. Das ist absolut Meditation. Ja. Was machst du mit den Fischen? Also schmeißt du die zurück oder nimmst du sie mit? Oder? Nehme ich mit und die koche ich auch sehr gern. Ah, okay. Ja, ja. Also kochen dann das andere Hobby? Kochen, ja, nicht immer. Aber wenn ich selber Fisch fange, dann koche ich gerne. Okay. Ja. Ja, ich habe ja mit dem Töten immer so Probleme, wenn die da so nah liegen. Ja, gut, aber da muss man, glaube ich, einmal schnell handeln. Ja, das übernimmt die Iglu für einen sonst. Ne? Das ist einfacher aus der Packung. Ja, ja. Ist natürlich nicht diesen Wildlife-Charakter dabei. Ja. Ja, genau. Ja, wo ist Stuttgart denn am schönsten für dich? Ich muss sagen, ich finde den Marienplatz finde ich wirklich sensationell. Ich wohne auch in der Ecke und ich fand den aber tatsächlich schon recht früh super, als die ganzen neuen Lokalitäten aufgemacht haben. Also die LA Signorina dort oder Scalao dann um Scalao, die Ecke. Scalao, super, gibt es ja auch schon. Es sind auch ewige Institutionen schon in der Ecke und finde ich super schön. Und von dort aus gehe ich auch sehr gerne hoch an die Karlshöhe. Mhm. Und weiter in die Hasenbergsteige, wenn es mit dem Hund läuft. Also finde ich alles eine super schöne Ecke. Na. Und ich meine, von da aus geht es ja dann zur Brauerei relativ straight nach unten. Genau. Und da hat sich ja gastronomisch auch total viel getan. Ne? Da wart ihr jetzt nicht so ganz unbeteiligt. Ich glaube, die Brauerei-Gaststätte habt ihr relativ früh umgebaut, als es noch nicht so hip war in der Straße, oder? Ja. Das ist auch eine Family. Also Philipp Rivas mit seiner Frau, total cool. Finde ich, gibt es auch irgendwie selten, dass sie dann zu zweit das Ding schmeißen und die Kids teilweise dann noch an ihrem Ecktisch machen ein bisschen Hausaufgaben und so. Ist echt nett, ja. Und das klar. Und dann gibt es da viele andere von. Jetzt gibt es Arigato, es gibt Andalusia, es gibt, ist Wahnsinn, was es da gibt. Ja. Mhm. Und einen sehr guten Kaffee im Mischmisch. Kennt ihr das? Ja. Auch eine. Da stehen die Leute ja auch Schlange. Ne? Da stehen die Schlange. Wir haben das neulich mal. Wir waren Sonntagnachmittag da. Es war unglaublich. Ja. Also was da los war. Ja. Das ist sensationell, was da immer wieder. Ja. Und das könnte tatsächlich auch im Prenzlauer Berg sein. Also da ist nicht mehr viel Unterschied. Also das ist wirklich ziemlich hip. Ja. Also du hast jetzt ganz viel ausgezählt, was es da gibt. Ja. Aber was fehlt in Stuttgart? Ich war mal in Toronto auf einem Rooftop-Biergarten. Okay. Und das fehlt absolut. Es ist so cool. Es ist wirklich so cool. Die haben da Hopfenpflanzen, die auf dem Dach wachsen, alles grün. Aha. Ja, und dann, ich glaube, 20 oder 30 unterschiedliche Biere. Und das fände ich in Stuttgart echt eine sehr gute Sache. Hast du mal gezielt Ausschau gehalten, ob man irgendwie, da braucht man eine gewisse Grundfläche, damit sich das überhaupt lohnt? Ja, also ich war noch nicht dort, aber ich habe gehört, dass es, wobei das in eine ganz andere Richtung geht, eine schöne Dachterrasse jetzt das Emilou Hotel haben soll. Stimmt. War ich aber nicht, kann ich deswegen leider nicht bewerten. Das ist hinterm Rathaus ist das, das ist jetzt noch nicht so alt, genau. Also ich habe jetzt gerade Dachterrassen in Stuttgart mal wieder durch meinen Kopf laufen lassen und ich war auch mal auf einer auf der Königsstraße
relativ am Anfang beim Hauptbahnhof. Ja. Genau, genau, bei diesem Strandbad. Sky Beach. Genau, Sky Beach. Sky Beach, ja, hieß es. Ja. Oder gibt's das immer noch? Wobei, das ist ja schon weit weg von einem Biergarten. Ja, natürlich, natürlich. Aber auf dem Dach. Auf dem Dach. Ja, genau, stimmt. Ja, das ist nochmal was anderes. Ja. Vor allem, wenn man dann nach eigenen Hopfen wie in Toronto da dann da anbaut. Das war echt, ja. Habe ich aber auch nirgendwo anders mehr gesehen. Ich meine, du kannst ja auch einen Anstoß, also ich meine, wer, wenn nicht du, kannst es hier irgendwie anstoßen. Ja. Macht ein Interims, so ein Zwischending auf dem Züblin-Parkhaus. Ja. Da ist doch gerade viel im Umbruch. Da könnte man doch sowas vielleicht machen. Ja. Das sind die geheimen Startup-Ideen. Ja, genau. Ich merke schon, wir laufen hier echt mit 3-4 Ideen raus. Vielleicht ist das ja deine Startup-Idee. Ja. Bist du wortkarg? Ja, das zwingt mich hier förmlich. Ja. Genau. Neben dem Urban Gardening auch ein Zübling-Parkhaus, dann noch ein Biergarten. Stimmt, Urban Gardening. Genau, ja, da gibt es ja. Ist es genau. So? Ja. Mhm. Ja. Das ist genau eine kleine Fläche. So eine kleine Fläche, das ist das oberste Parkdeck. Und da parken auch keine Autos. Das ist tatsächlich Urban Gardening. Da könnte man das super machen. Habe ich tatsächlich nicht auf dem Radar gehabt. Wir nehmen 10%. Vom Umsatz. Das Übliche. Vom Umsatz. Aber es ist auch wieder so ein Spot, der halt von vor allem jungen Menschen dann genutzt wird. Einfach auch wieder eine Betonplatte, aber ich meine, es ist irgendwie bei schönem Wetter, kann man sich das auch schön hinsetzen. Und daneben ist ja auch der Kulturkiosk. So, Grüße gehen raus an Sarah Dahme, die war schließlich zu Gast hier in diesem Podcast. Und in diesem Podcast, lieber Noah, wirst du wahrscheinlich nochmal auftauchen. Ja. Ja, das weiß er noch gar nicht. Oh. Weil nämlich wir machen einen Podcast-Marathon im Zübling-Parkhaus im Kulturkiosk. Ja? Ja, wahrscheinlich im Oktober. 12 Stunden Podcasten am Stück. Er muss aber nur 2 Stunden machen. Zum Glück. Aber eben auch in dem Kulturkiosk ist eine super Location. Genau. Also dieses Parkhaus war mehrfach schon Thema. Wir hatten den Hofer hier von der IBA 27, der sich dazu geäußert hat. Also wenn man den Podcast hört, erfährt man viel. Das wollte ich damit nur sagen. Grüße an andere raus, die hier zu Gast waren. Genau. Ja, ist echt ein guter Tipp. Genau. Was ist denn nervig an Stuttgart? Ich muss sagen, ich habe wirklich nichts, was ich sagen kann, das so richtig nervig ist. Das haben bisher nur zwei, nee, einer hat das gemacht. Das war der OB Nopper, der hat das auch, der fand auch nichts nervig, aber da hat das Gefühl, der kann nichts nervig finden, weil das ist für ihn schlecht. Du könntest sagen, was du willst. Ja, ich kann, also, nee. Kann ich sagen, ich glaube, die Krawallnacht könnte ich jetzt nennen. Ja, gut, okay. Aber das ist nichts von Fortbestand und deswegen, nee, kann ich nichts zu sagen. Also den Lärm, den wir jetzt von der Theo hören im Hintergrund, macht gar nichts mit dir. Du weißt, da bin ich radikal. Ja. Das stimmt. Guck mal, das gut gekontert, gut gekontert. Ja, stimmt. Okay. Dann müssen wir also auf den Biergarten ins, weiß nicht. Stimmt. Gut, mit wem würdest du in Stuttgart mal gerne ins Gespräch kommen? Sehr gerne mit anderen Leuten, das suche ich wirklich den Kontakt, die auch vorhaben zu gründen oder sich für Gründung interessieren. Ja. Ja. Das finde ich immer, da jemanden zu finden, ist immer spannend. Ja. Auch von denen wirklich, von wie es dazu gekommen ist, bis, okay, da gibt es ja immer am Anfang so ein paar Steine, wo jeder stolpert. Ja. Finde ich immer gut, da habe ich so ein paar Leute, mit denen ich mich halt immer wieder austausche, aber da immer neue Gedanken zu finden und interessante Leute, das mag ich. Ah, ist interessant. Dann kommst du mal zu uns an die HDM. Wir haben nämlich ein Gründerzentrum, das wolltest du jetzt gerade sagen, ne, Noah? Nein, zu. Nein, aber ich bin da selbst nicht so oft vertreten. Nein, aber du weißt, dass es das gibt und das ist für Studenten, die eine Geschäftsidee haben. Okay. Und die kriegen da Support von Expertinnen und Experten, die eben genau das, was du gerade beschrieben hast, ein bisschen diese Stolperfallen und wie geht das mit dem Kapital und Rechtsform und pipapo, alles, was da dran hängt. Ja. Und das floriert ganz gut. Ja. Das tut. Da ist Ginstar, das kennst du ja sicher. Den, klar. Genau, das ist so ein... Dem hast du sogar den Gin World Award, glaube genau, ich, gewonnen. Eine Ausgründung der Hochschule der Medien sozusagen. Oder eine Idee, die dort
entstanden ist. Ob die tatsächlich jetzt mit dem Center da zu tun hatten, weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube schon. Okay. Aber das auf jeden Fall hängt zusammen. Ja, ja, die sind richtig erfolgreich. Ja, absolut. Ja, und schmeckt ja auch gut. Ja, also und haben, glaube ich, in jedem Lebensmittelhandel einen größeren, also Edeka, Rewe auf jeden Fall Platzierung. Dann hat man es so ein bisschen geschafft, ne? Wenn man so bei denen drin ist, dann wenn man ist da so gute Distribution hat bei der Rewe und bei der Edeka, dann ist man das schon drin. Sehr gut. Ja. Dann ist man drin. Dann kann man sich auf jeden Fall schon mal auf die Schulter klopfen. Ja. Oder was man vielleicht noch gehört hat, war ja auch die Hanfmilch Hemi. Die hatten ja einen größeren Rechtsstreit um ihren, ob sie es Milch oder Milk nennen können. Das war auch, Milch, ja, genau. Auch von der HDM. Das ist auch von der HDM. Ja. Okay. Gut. Genau. Kehrwoche in Stuttgart ist für mich oder für dich ein schwäbischer Klassiker. Ein schwäbischer Klassiker. Boah, jetzt hören wir hier die Theo. Jetzt hat einer die Nerven verloren oder es ist eine Hochzeit. Diese zwei Varianten gibt es. Oder es gibt einen Mensch mit starkem Selbstdarstellungsdrang. Ja. Oh, jetzt hat er aber auch. Auch nicht ausgeschlossen. Das gibt's hier. Ja. Ich meine, die kommen ja dann hier rum zum Metropol, am Metropol vorbei und am 5 und biegen dann wieder ab. Ja. Ist jetzt aber noch nicht so der Fall. Noch kein Wochenende. Nee, noch. No. Genau, die Kehrwoche. Kehrwoche. Ja, schwäbischer Klassiker, absolut. Also finde ich auch echt, es ist verrückt, dass es das in anderen Bundesländern gar nicht so richtig gibt. Mhm. Immer wächst hier die ganze Zeit mit auf und meine Freundin übrigens auch Wuppertalerin. Echt? Ja, total überrascht gewesen, dass es hier wirklich die Schwaben knallhart durchziehen. Ja. Also ich frage, wie machen die das anderswo? Ja. Weiß ich auch nicht. Regelmäßig ich weiß, das putzen. Also, tut mir leid. Was hast du gesagt? Ja, aber regelmäßig putzen, was? Ja. Naja. Okay, sehr gut. Ja, wie macht ihr das in Wuppertal mit dem Schnee? Ihr habt da keinen Schnee, ne? Das ist. Aber muss ja irgendjemand muss doch dann den Schnee wegmachen. Ja, es gibt da kein Konzept. Also wie gesagt. Ui. Kehrwoche war für mich auch eine neue Sache, als ich hier rübergezogen bin. Ja, aber ich habe. Hast du einen Frieden damit gemacht? Ja, oder ich habe auch tatsächlich nicht irgendwie in WGs gewohnt, wo es so das krasse Thema war. Also es war jetzt, wurde nicht so durchgezogen tatsächlich. Okay. Also ja, gut. Eher ein Kehrwoche-Anfänger hier. Okay. Vielleicht darf ich deswegen auch keine Witze drüber machen. Das tut mir leid. Nee, es wird ja ganz unterschiedlich hier immer dargestellt. Also, es ist nicht so, dass das alles irgendwie finden alle doof oder so, oder so, gar nicht, sondern das wird so sehr, sehr von mehreren Perspektiven beleuchtet, so kann man es sagen. Mhm. Also zum Beispiel, dass es auch eine soziale Geschichte ist. Also man kümmert sich umeinander, so kann man das natürlich auch interpretieren. Also kann man, ja. Also so Fürsorge ist vielleicht ein bisschen arg aufgeladen. Aber die Astrid Fünderich, die hier zu Gast war, die Schauspielerin von Soko Stuttgart, die hat das so definiert. Und das war gleich in der, ich weiß nicht, dritten oder vierten Podcast-Folge. Und das hat mich schon sehr nachhaltig beeindruckt, weil ich das tatsächlich so noch nie gesehen hatte. Ja. Also. Okay. Ja, was strahlt von Stuttgart aus in die Welt? Also außer Mercedes und Porsche. An der Stelle mache ich nochmal Werbung für den diesjährigen Cannstatter Wasen. Ja. Ich glaube tatsächlich das größte Riesenrad der Welt, oder? Ich weiß es nicht. Wenn du sagst, du kennst dich da besser aus. Das ist eine steile Hypothese. Kann man doch einfach mal. Wir können mal so leider stehen, nicht oder? Checken. Wir haben ja, können ja keinen Faktencheck. Haben wir noch nicht bei Stuttgart. Doch, aber irgendwelche Leute schreiben uns das an. Ja. Das sollen sie ruhig machen. Bitte schreibt, ob das stimmt, ob der Colin da recht hatte oder nicht. Und wenn er nicht recht hatte, klingt es, finde ich, trotzdem gut. Ja, finde ich auch. Ja, es darf dann sein. Ja. Und wenn, also wenn hier selbst die Chinesen und Italiener begeistert sind und hier sogar wochenweise kommen, nur wegen dem Cannstatter Wasen, dann sage ich, ja, das strahlt in die Welt. Ja, das strahlt in die Welt. Das habe ich jetzt aber zum ersten Mal gehört, tatsächlich. Den Vasen? Nee. Dass die Chinesen kommen, um auf den Vasen zu gehen. Ja, Wahnsinn. Also Cannstatter Vasen ist, glaube ich, mittlerweile, jetzt kommt der nächste... Der nächste Fun Fact, mal schauen, ob der richtig ist. Das sehen wir dann auch später. Aber ich glaube, es sind mittlerweile 30% internationale Besucher. Ah, siehst du? Das ist ordentlich.
Wärmten kann statt Erwarsen. Tatsächlich gibt es viele Familien, die sagen, ich kann da nicht mehr hingehen, weil es zu teuer ist. Ja. Weil es echt, wenn du da mit zwei Kindern rüberladst und noch Mittagessen willst, vergiss es, das ist so teuer. Ja. Da gehen viele lieber mit einer Tageskarte in den Europapark, das ist günstiger. Ja. Ja, ist sehr, sehr teuer geworden. Ja. Aber alles, also von Fahrgeschäft bis... Klar. Das ist alles... Und auch das ist ja Perspektive, ne? Also klar, die Fahrgeschäfte müssen ja auch irgendwie überleben. Ja. Wird es ja wahrscheinlich jetzt nochmal teurer werden nach den zwei Jahren, oder? Jetzt, dass es schauen jetzt... Wir mal. Ja, das ist aber super. Ich glaube, das, ja, da werden die, wird da keiner drum herum kommen. Mhm. Gut, weiter im Fragebogen. Ja. Was ist Stuttgart 21 für dich? Das kann der Oberbürgermeister kann da auch nichts zu sagen. Aber du bist ja völlig frei. So wie es gelernt. Tja, also es ist so ein bisschen Profilierungsthema. Position A oder Position B. Aber ich finde, letztendlich wahrscheinlich, werden wir auch sehen, aber gutes Wohnraumprojekt. Großen Standort. Ja. Und auf jeden Fall Mobilitätssteigerung. Mhm. Und da bin ich echt mal gespannt, als so viel Wohnraum wie da geschaffen wird. Ich meine, ist ja nur, also klar hätte davor auch jeder gesagt, okay, gibt ja keinen Wohnraum mehr in Stuttgart, den man schaffen kann, weil das sind ja die Gleise. Deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, ob es zukünftig auch nicht gibt, aber mir fällt es schwer, mir vorzustellen, wo es in so einem Umkreis tatsächlich nochmal Fläche geben könnte in dem Maßstab. Ja. Und deswegen glaube ich für viele super, dass da so Wohnraum geschaffen wird. Genau, jetzt hast du das Stichwort schon angesprochen, Mobilität. Mobilität heißt für dich in Stuttgart was? Ausbaufähig. Platz haben wir nicht. Genau. Hatte ich neulich auch eine interessante Diskussion. Da haben wir gesagt, es sind ja viele Fehler gemacht worden in der Stadtplanung, haben wir auch gesagt, ja. Aber wenn man das mal alles so gut vorhersehen könnte, was dann nachher Fehler sind. Ja. Ja. Ja gut, das kann man ja mit allem, kann man das ja sagen. Ja. Also eure Brauerei ist nach außen gezogen und ist jetzt mitten in der Innenstadt. Das hat auch keiner vorhersehen können. Ja. Und der Mobilitätsglaube und Fortschrittsglaube der 60er Jahre, das war ja auch was Dynamisches. Ja. Also das kann man jetzt... Nachher kann man sagen, wie kann man nur so viele breite Straßen da reinhauen? Aber das war ja ein Selbstverständnis damals. Ja. Und wenn man diese Fotos sieht, jetzt lassen wir den mal hier vorbeifahren. Genau. Passend zum Thema. Passend zum Thema haben wir bestellt. Hab ich gesagt, hier ist schon. Genau 17 Uhr muss der vorbeifahren mit der Harley oder was es ist. Aber wenn man Fotos sieht, als dieser ganze österreichische Platz und so, diese Unterführungen, als das neu war, das sah echt so ein bisschen aus wie in Metropolis. Also es war wirklich wie so eine Vision von so einer neuen Stadt. Ja. Unglaublich. Also es hatte was erschreckend Ästhetisches. Und das kann man sich heute nicht mehr, also das hat keine Ästhetik mehr heute. Ja. Heute empfindet man das einfach anders. Ne? Ja. Wobei ich glaube, ist ja nicht nur, also gibt ja nach wie vor immer wieder neue Variablen, die reinkommen. Also jetzt, ob es jetzt die Lastenfahrräder sind. Ja, stimmt. Ob es jetzt plötzlich die Gorillas sind oder Flink, die es einem Prozess bringt. Also Logistik ist ja immer so auf Personenverkehr beschränkt, aber gibt es schon auch viele andere Themen, die sich echt, die hier aus meiner Sicht schon besser geworden sind. Oder wo auf jeden Fall Veränderung, genau. Mehrwertstiften, Veränderung drin ist. Ja. Tübinger Straße ist eigentlich ein super Beispiel. Ja. Also wie die sich verändert hat in Richtung Fahrradstraße. Ja. Und wo weiß ich mir, aber da hilft uns, da sind ja so blaue Flächen drauf gemalt worden. Ja. Ich habe das nicht ganz verstanden. Warum ist das blau? Weißt du das? Also, das ist die als Kennzeichnung für die Fahrradstraße. Okay. Aber ja. Ich habe sonst immer rot gedacht ist Fahrradstraße, aber vielleicht... Abgrenzung zur Spielstraße vielleicht noch. Wobei rot ist Fahrradweg. Das ist ja der Weg zum Befahren. Okay. Und Fahrradstraße ist allgemein die ganze Straße. Ist ja jetzt nur noch, oder Fahrräder haben quasi immer Vorfahrt. Okay. Und nur noch anlegerfrei für Autos, soweit ich weiß. Ja. Gut. Machen wir noch eine? Ja, klar. Eine machen wir. Ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich... Oh, das ist schön. Das ist schön, ja. Ja.
An einem perfekten Abend in Stuttgart. Da gehe ich ins Jose in Josefina. Wie heißt das? Jose in Josefina. Was ist das? Gibt es ganz tolle spanische Tapas. Ja. Man ist nach der Vorspeise schon meistens schon satt. Okay, wo ist das? Sehr gut, ist auch im Stuttgarter Westen. Okay. Und ja, danach gehe ich sehr gerne entweder ins Varieté, wobei dann ist der Fehler, dass ich schon gegessen habe, oder ich gehe abends sehr gerne dort ins am Bodenviertel, gibt es ja auch ein paar neue gute Lokale, ja. Unter anderem den Puff, wer den kennt, Clasher am Front, kennst du nicht? Nein, noch nie gehört. Das ist, du musst nicht dich schämen oder nein, so. Das ging eigentlich so. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Doch, da gehe ich ganz gerne hin, da kann man ganz gemütlich in der Bar was trinken. Ah, das ist ganz gut. Das sind aber wirklich gute Tipps. Ja. Hast du noch zwei Tipps, Geheimtipps? Für Lokalitäten? Ja, weil ich glaube, kennt sich keiner so gut aus wie du, oder? Vis-à-vis vom Puff ist das Rocco, das ist auch gut, aber das geht erst so in Club. Mhm. In die Richtung. Und dann die anderen Klassiker ist wirklich, also danach im Puff geht es halt weiter, ja, zum Brunnenwirt. Da gibt es die Curry Spezial mit Pommes. Ja. Ja. Hat er schließlich ein bisschen der Kreis, weil da hat sich, das hat sich jetzt nicht verändert. Tolles Frühstück. Gibt es jetzt tatsächlich im Fritz. Ach so, ich dachte Brunnenwirt. Nee. Das ist für die Hartgesonnenen. Ja, genau. Ich bin wieder beim Frühstück angekommen. Wollte ich gerade sagen. Nee, die Currywurst um 5 Uhr morgens essen. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Was, das Fritz? Fritz. Fritz, ja. Wo ist das? Das ist da unten in dem Emilou-Hotel drin. Ah. Das ist ganz gut. Und ansonsten beim Ostendplatz, das fällt mir nur leider der Name nicht ein, gibt es einen tollen, ich glaube, es ist ein Vietnamese. Ja. Ja. An der Ecke. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Warst du auch schon? Aber ich kann bestätigen, dass er da ist. Ja. Nee, war ich auch noch nicht. Aber ich wurde auch schon, immer noch wurde schon empfohlen. Aber, kleine Weizen. Wird noch eine kleine Weizen. Genau, wir nehmen. Genau. Genau. Super, zweimal. Ja, genau. Gut. Dann die Frage aller Fragen. Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart. Soap. Yeah. Wie lautet der Titel? Da habt ihr jetzt ja schon vorgelegt, auch mit dem Umkreis hier. Nämlich? Hubraum. Wie sonst? Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de.